Willkommen zurück. Willkommen zurück. So sieht das aus. Dann mache ich jetzt die Kanalbelohnung einfach mal kurz alle deaktiviert. Einen Sip können wir natürlich noch nehmen. Naja, das müssen wir auch. Der wurde ja auch eingelöst. Der wurde jetzt eingelöst. So, sorry, wir sind wieder da. Sind wir? Müssen wir, da wird gesendet. Okay. So, Prost. Ja. Skoll. Ich check noch einmal kurz hier auf dem Kanal. Ja, das sieht gut aus. Die Sound-Commands muss, glaube ich, auch. Ich habe alles deaktiviert. Ich habe den Bot deaktiviert und hier die Channel-Redeems sind auch alle deaktiviert. Was ich jetzt nicht deaktivieren kann, ist halt, wenn wir ein Raid oder sowas reinkriegen, dann ist das halt einfach in dem Moment. Wir können ja dann auch pausiere ich sonst zur Not oder wie auch immer. Es gibt nämlich eine... Haben wir. Especially for you, we take another one. Skoll, Lily, skoll. Darf ich was meckern? Du möchtest was meckern, was denn? Falls es die Qualität ist, das ist immer so, wenn man bei Twitch, von Twitch auf, also YouTube auf Twitch überträgt, dann ist es leider so. Ihr seid zu klein. Ach so, jetzt doch wieder? Okay. Na gut. Ja, wenn es eine Reaction ist, muss man das natürlich sehen können. Ja. Okay, es gibt eine Stelle im Video, da bin ich mir relativ, ich glaube, ein bisschen kleiner musst du uns doch machen, weil sonst, Oh, Verzeihung. Ja, das reicht. So. Jetzt sind wir nämlich auch, glaube ich, auch ungefähr auf der Höhe von uns da hinten. Aha. Es gibt eine Stelle im Video, ich glaube, da werde ich den Gag erklären müssen. Okay. Aber ich wollte ihn immer mal eingebaut haben, deswegen habe ich es jetzt einfach gemacht. Genau. Soll ich zwischendurch auch mal pausieren, damit du erklären kannst, oder gucken wir es uns in den Nein, nein, wenn da jetzt Fragen irgendwie in den Chat reinkommen, ja. Und, oder wenn du vielleicht ein paar Mal laut lachen musst, was ich ja hoffe. Wir werden sehen. Man kann ja einfach auf Leertaste drücken, dann pausiert es ja. Ganz genau. So. Okay. Go. Alle bereit? Dann geht's los. A long and brutal boss rush lies behind him. This is his story. Oh. What a handsome young man! Das war smart. That was smart. Hallo Pieper! Wir sind gerade im Best of! Danke dir! Danke, danke! Ich kümmere mich gleich! I can't see anything. That's quite normal in that game. Okay. I hate the camera on these games! Hi Pieper! Go! Das ist das Best-of-Video, was ich geschnitten habe zu unserem Elden Ring Run. Come on! Gut, gut! Wo kommt's her? Ah, ich überlege gerade die ganze Zeit. Really? Lufia! Lufia ist das! Steht auch alles im Abspann. Oh. Au! Pieper! Did you see the eagle? Or oh, look! It's your dad's favorite band! Mit seiner guten Klasse, ey. Ja, das ist aber wirklich so. Du! Oh, oh. Natürlich! Achso, hat er die vorher schon dahin. Alter! Ja. Was macht er denn? Der ist richtig hingelangt. Nicht markieren! Oh Gott! So. Ich will einschlagen. Einschlag! So, das kennen wir jetzt schon. Ich bin mal so frei. Hä? Moment! Ja, kannst du mich zurückspulen. Unsere Gesichter. Aber ich wollte zumindest nochmal auf.
So, das kennen wir jetzt schon. Ich bin mal so frei. Hä? Wir sind da einfach stumpf random tot umgefallen. Moment, also, Moment. Ja, das. Oh Gott. Hier, da passiert nichts. Er trifft uns überhaupt so, nicht. Das war ein Schlag. Ein Schlag. Da kommt die Mid-Cutscene. So, das kennen wir jetzt schon. Ich bin mal so frei. Tot. Und ich bin einfach tot. Game of the Year. Best Game ever. Oh, wieso geht der jetzt noch runter? Ey. Was machst du jetzt? Was machst du jetzt? Ja. Vorsicht. Am stolzesten bin ich übrigens auf den Abspann tatsächlich. Okay. GG, mein Junge. Kurze Frage an euch, hört man alles gut, auch vom Video und so weiter? Oder von uns? Von uns, genau. Oh, okay, perfekt. Oh, oh. Ah ja, Boss da Rush. Ist es ja schon. Da sind wir ja schon. Wo kommt das her? Das Heller von Sinn und Uwe Egon Balder als Gegner. Ja. Moment. So sauer. Ja, genau. Ja, jetzt ist die Kamera wieder weg. Ja. Keine Ahnung, wo ich bin. Ich weiß es gerade. Oh, du bist eine blöde Stan Frau. Und Olli. Ah, stimmt. Deutsche Version. Alter, stimmt. Nein! Ich mochte das bei meinem Video, wie er sich da aufbläht und einfach an dieser Säule da hängen bleibt. Ja, ja. Die ganze Zeit kugelt. Das ist aus meinem Stream. Ja, ja, das folgt war mir. Alter, schaut auf Trotzen. Es ist einfach nur zum Kotzen. Ah, diese dämliche Flamme, diese dämliche Säule, dieser dämliche Kerzenschredder. Oh, es geht wieder los. Alter, ey, was soll so eine Scheiße? Nein! Nervt mich gerade einfach noch so hart. So scheiße. Nein! Fuck! Jawoll! Aber erst nochmal. Ach Gott. Ich hasse diese Bastarde, ey. Ja, absolut. Der Horror hat ein Ende. Hat er mich einfach geschlagen. Oh, das ist auch super. Ja, das hätte jetzt klappen können. Ich weiß. Stark, ey. Läuft. So nicht hinbekommen. Ja. Ja. Wow. Oh Gott, oh Gott. Round one. Nein. Oh. Wie so eine Fliege, so. Batsch. Am Input kann es geil. Das ist dann, wenn man der Output und da übersteuert. Oh Gott, Milu. Da sind wir hier im ganz gesunden. Autsch. Ich kriege Albtraum, wenn ich so gelevelt ist. Der Tod. Again. Ich höre ihn vom Klo lachen. Oder er wird gerade ermordet. Das kann auch sein. Ah, ja. Vielleicht soll ich nicht in den Chat gucken und gleichzeitig versuchen, mich im Blitzgewitter zu heilen. Ah, der gibt mir auch übelste Flash. Bei mir auch, was vorhin gefunden ist. Da. Ja, ja, passt die epischste Szene. Da, in mein Gesicht. Ich hab jetzt aufpassen. Nein! Guckt seine Lebensleiste an! Die Lebensleiste! Nein! Ihr verarscht mich! Ihr verarscht mich! Den Gag muss ich erklären. Ich vermute, er hat keiner von euch verstanden, oder? Du auch nicht, ne? Ich glaube nicht. Okay, Corpsing, den Begriff, kennst du? Das ist, wenn jemand quasi, so ein Schauspieler seinen Einsatz vergeigt, weil er lachen muss. Ach so. Und die Szene ist aus einer sehr, schon seit fast 20 Jahren laufenden YouTube-Reihe über Wrestler, die ihren Einsatz vergeigen.
Also diese Szene ist aus, das ist der Macho Man Randy Savage, der jemanden, der soll so eine, der sollte in der Szene ganz böse rüberkommen, aber die Frau, die er da bedroht kriegt, da war ein Lachkrampf dabei. Und das hat der Typ, der dieses Botchamania macht, hat immer diesen Einspieler, wenn ein Wrestler seinen Einzug, wenn so also ein Lachkrampf bekommt, dann kommt immer dieses Send for the Man. Und das, ich wollte diesen Gag immer mal benutzen und jetzt hast du ihn. Jetzt habe ich es endlich einbauen können. Super. Hallo, Stompy! Weil aus deinem Lachkrampf danach habe ich leider nichts Besseres mehr. Aber das ist, ich fand es eigentlich ganz nett, ihn mittendrin abzubrechen, ja, weil du einfach so dieser Standbild so schön ist. Aber wenn ihr das ganze Ding sehen wollt, guckt auf seinen Kanal. Ich habe bei meinem Twitch-Kanal habe ich den Ausraster am Ende dieses Kampfes komplett als Highlight mal hochgeladen. Setze ich vielleicht gleich nochmal in den Stream. Hi, Stompy! Genau, und ja, ich fand den zwar nicht ganz so schlimm wie mit dir, aber der war schon nah dran. Ja, ja, ich eigentlich auch nicht, aber ich, man wird ja immer eines Besseren belehrt. Warte mal, wir müssen uns dieses Highlight nochmal angucken. Ich mag auch mein Gesicht. Ich einfach nur so. Ja, vor allem deine Lache vorher. Stompy, du warst auch live mit dabei. Wir gucken uns gerade das Best-of von, ich hör, von Ben an. Ja. Taufrisch gerade. Ja, ich hab's gerade nur lachen. Oder er wird gerade ermordet. Das kann auch sein. Ah, ja. Vielleicht soll ich nicht in den Chat gucken und gleichzeitig versuchen, mich im Blitzgewitter zu heilen. Ach nein, ah oh, nein, 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 nein. Ich hoffe, was wohl. Da, nee. Da, in mein Gesicht. Nein! 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 Ihr verarscht mich doch! Ihr verarscht mich doch! Du sitzt einfach. Und er hat immer diesen Jingle da aus dem. Ich mach das jetzt umgekehrt. Ich mach da auch nie das Kommentar im Chat. Und jetzt mach ich ihn fertig. Junge, du machst mich grad fertig. Na, okay. Ja, dann doch nicht. Ja, ja. You're doing it wrong. Leon, help! Hallo, rennen Sie bitte auch, Herr Benreon! Man sieht, dass die nächste Session, wir haben andere Klamotten an. Zu fliegen! Ja. Unterlassen Sie das! Hat ein bisschen Popcorn gepostet. Kommt das her? Aber dieser Drache ist halt auch nur auf so einer Cage-Shooter. Muss man nicht machen. Contra. Ja, ne? Das ist doch Dings. Warum hier, Protector hätte ich jetzt gesagt. Genau, das ist es, ja. So. Warum machen wir den dann? Schreibt die Kuh. Ja, ja, eben. Du wolltest da hin. Ich wusste ja nicht mal, wo der ist. Ja, ich wollte ihn dir doch mal zeigen, weil du den noch nie gemacht hast. Feuer! Ja, du siehst ja, wie viel Spaß der macht. Ja, ist alles gut. Das ist viel zu hektisch hier. Ich sehe nichts mehr. Meine Kommentare. Ja, das ist viel zu hektisch, viel zu schnell. Ich bin zu alt für diesen Scheiß. Können wir nicht irgendwas anderes Rettung machen? Irgendwas im Alter entsprechen? Weiß nicht, Halsdecken sortieren oder... Langsam Briefmarken sterben, Briefmarken sammeln! Falschparker aufschreiben! Mann! Mein einziger Ausraster! Ja. Ey, bitte nicht. Professionell! Oder? Alter! Leck mich! Ich glaube, die Waffen funktionieren besser, ey. Oh Mann, ey. I'm Renner Brilliant. I love dogs. Doesn't everyone? Why? Naughty dog. Alles gut. Hier ist Lilos Songwunsch. Oh, Junge. Oh, das war sehr gut. Also Lilo, ich benutze normalerweise Coverversionen, ne? Ja, ja. Aber das ist Metal Gear Solid. Ach, jetzt macht er den zum Abschluss. Gut, da, der war... Da bist du gar nicht... Mann! Was soll denn das? Guckt euch die Leben... Alter! Ja. Ja, ja, klar. Nee, mach ruhig. Alles gut. Ah, Mann! Warum stehst du denn dann nicht? Yo, 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 yo. Yeah. Was geschieht denn hier?
Ja, wenn ich jetzt noch ein paar Blast hätte, wenn ich sogar. Ja. Ja, yo, ja. Nochmal. Und noch einer. Die Bewegung kriegt jeder, der gegen Malenia gekämpft hat, so Flashbacks. Ja. Malenia. Ja. So, mit Abstand das längste Segment. Ja. Ach was. Sehr gut. Ach ja. Oh nein. Doch. Oh. Oh. Toll, ja. Hasse den. Mann! Was ist das nochmal für eine Mucke? Das Boss-Theme aus Clock auf dem Super Nintendo. Ja! Shigeru aber das ist eine Synthwave-Version. Nee, das ist das Original. Ey! Boah, geil. Muss ich haben. Ein! Nimm doppeln. Mittendrin natürlich. Ja, er möchte auch das. Shigeru Miyamoto dachte damals, dass Super Nintendo wäre gemoddet. Weil er nicht dachte, dass es so ein Sound möglich ist. Ja, genau. Ja, gönn dir doppelt. Gönn dir doppelt. Wow. Okay, Super Mario RPG. Das ist als ich dachte. Okay. Ich dachte, dass du mindestens noch zwei Sprungattacken brauchst. Aber der Block hat einen geilen Soundtrack. Ja. Ja, klar. Ja, wir. Das war nicht geplant. Ach, guck mal, ganz kleiner. Oh, wie niedlich. Ein kleiner Kollege. Wie niedlich er da. Oh. Wie niedlich. Wie niedlich er da durch den Stein glitscht. Ja, jetzt kommt er. Ja, ah, sehr gut. Jetzt mache ich euch beide gleichzeitig fertig. Natürlich fliegt genau eins auf mich zu da. Ja, weil man denkt ja, das ist ja nicht so schnell, da müsste man ja ausweichen können, aber ja, das finde ich nicht so ja, leicht. Ja, vor allem das Problem ist, wenn du einmal da drin hängst. Ja, dann bist du einfach tot. Dann bist du wahrscheinlich tot, es sei denn die. Zack! Zack, 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 zack. Und kommt noch einer? Nein, falsch! Nicht Licht an! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Ja, sehr gut. Oh, nein. Ja, das war Spaß. Oh, es ist gut, ich häng fest. Und fällt's runter. Ja, war klar. Jetzt kommt der Assassine. Sieht aus wie so ein Nadelkissen, ey. Ja. Entschuldigung. Und tschüss. Ja, wenn er zu blöd ist, da durch eine Tür zu gehen. Beste Szene. Ja, nein. Oh, wo ist denn der Durchgang? Oh, ist schon wieder verpasst. Jetzt geht's aber. Geradeaus und jetzt. Beide. Oh nein, ah, falsche ich geh Richtung. Zurück. Oh, das ist alles so anstrengend. Gehirn tut nicht gut. Jetzt habe ich keinen Bock mehr. Er ist schüchtern, ja. Genau. Sein Abgang jetzt. My brain hurts. Ja. Oh, ey. Oh, nee, doch nicht. Ich muss den Cut reinbauen, weil das so lange gedauert hat. Das war immer schwer mit diesen Durchgängen. Hey! Hab ich geschafft. Jetzt freut er sich. Jetzt freut er sich. Aber falsch abgebogen schon wieder. Er ist aber immerhin rausgekommen da. Ja. Nee, ist falsch abgebogen, aber raus. Also mal, hilf mal auf ihn, vielleicht springt er da nach vorne und greift dich an. Das wäre lustig. Hallo? Dear sir, I would like to complain about that last scene about people falling out of high buildings. I myself have worked all my life in such a building. And have never once. Das war so ein Film? Ach so, da steht ja was im Chat. Oh, die KI ist auch der Hammer. Ich weiß nicht mehr, aus welchem Film war das? Aus welchem Film war das? Wunderbare Welt der Schwerkraft. Monty Python. Speak for 3 minutes as Herbert Grönemeyer. Fuck you. Scheiß Timing! Na gut. Schade. Ja, gut. Aber wir nähern uns. Wir haben übrigens in unseren Getränken heute beide Sauerkrautsaft. Ich habe Ben aber nur etwas davon reingepackt, weil es so eklig ist.
Ich hoffe, euch geht es gut und man kann uns verstehen. Was? Was? Wie fröhlich wir da sind. Düse in Sauseschritt. Ja, ihr seid mutig. Nein! Erklär ich dir gleich. Ja. Ich bin tot. Nein! Bin ich nicht. Und sie grinst jetzt. Ja, super geil. Ah, ja. Fuck. Ah, nein. Gepennt. Oh, du blöde... Entschuldigung. Verzeihung. Ich habe diesen Knopf gedrückt. Ich möchte betonen, das ist kein anderes Lied. Das Lied geht so ineinander über. Auch dieser Record-Scratch ist da mittendrin. Ich habe nichts verändert in diesem Song. Das ist die Musik aus dem Höllenlevel von Earthworm Jim auf dem Super Nintendo. Oh, ja. Ja! Hä? Ich habe einen Knopf gedrückt, passt einfach so. Gemacht. So schön. Danke. Boah, ich hab noch reingerannt, ich denk. Oh, Dane schon mit Mimik gespielt. Ja, ich hab's ein bisschen. Ja, du bist ein bisschen gesprungen wahrscheinlich, ja. Ne? Hä? Die Dramaturgie. No! Yes! Oh! Ja! Ich bin schon wieder aggressiv, wie ich das sehe. Nein! Nein! Nein, zu viel. Ey! Was sollte das denn jetzt? Ey, das ist doch nur noch Scheiße! Doch, oh! Keine Ausdauer mehr, ich bin tot. Möchtest du mal? Nee. Ich glaub, du willst es überleben. Ich fühle dich. Ja. Lass es! Lass! Kann ich jetzt nicht mehr machen. Ja, klar! Ja, logisch! Ah, das Grinsen nö. Von dir! Nö. Ein guter Punch-Sound geht immer. Sonst geht das! Ob der Panda gleich wieder anfängt. Bondi. Linus Kommentar. Was bist du durchschaubar geworden? Der allerbeste Ben ist da. Weg. Ah, super. Ja, geht auf Mimi, ist okay. Heil dich hoch, einmal noch. Nicht in. Ja, genau. Sie ist down. Hin. Oh, wie weit ich da war. Ja. Waterfall, natürlich macht sie den jetzt sofort. Und tschüss. Warum habe ich keine Waffe ausgerüstet? Was soll das? Ich habe mir gerade direkt eine Backpfeife verpasst. Endlich! Du kannst ja mal durchzählen, wie viele Versuche das jetzt waren. 51! Es fühlt sich auch gar nicht gut an. Nee. Es fühlt sich einfach nur so, endlich. Endlich ist dieser Horror vorbei. Ich muss betonen, ich habe es nicht so durchgezählt. Ich habe es einfach anhand unserer Tode ausgerechnet. Alles klar. Und einen Tod musste ich ja abziehen, weil das kommt gleich noch, wo du bei Alexander in den Abgrund gestürzt bist. Ah, okay. Wir sind ja zwischendurch noch mal woanders hingegangen, aber das wollte ich da nicht mitten reinschneiden. Alles klar. Warte kurz, ich hatte auch noch was zu sagen. Ja. War ja eigentlich First Try. Genau, Pieper, der Punkt ist der, du hast sie ja auch einmal alleine besiegt. Ja, ne? Habe ich tatsächlich mal geschafft. Also er hat das Spiel nicht so häufig durchgespielt wie ich. Einmal. Genau, und ich habe das Spiel mit Benreon zusammen jetzt 6 oder 7 Mal durchgespielt. 6 Mal, glaube ich. Auch um die Platin-Trophäe zu kriegen. Und ich habe sie halt 3 Mal alleine weggebonkt. Und dieser Boss ist so unfassbar random. Das ist, hat an dem Datum hat es nicht geklappt und ich hatte irgendwann keinen Bock mehr. Deswegen haben wir dann irgendwann auch die Mimik gerufen und haben sie dann
mal platt gemacht, weil irgendwann war einfach mal gut. Das vor allem, zur Erklärung dabei. Ja, vor allem, das ist unsere letzte Session gewesen und wir wollten gerne das Spiel auch noch schaffen. Mhm. Und das, wenn man die vorletzte Session anguckt, kurz vor Schluss, das, wo ich gerade den Jameson aus Spider-Man reingeschnitten habe, ja, wo er sagt, eigentlich nähern wir uns da. Da, das war sein, ich glaube, das war sogar dein allererster Versuch. Da ist er richtig weit gekommen, haben gesagt, ja, ja gut, das passt ja wohl, ne? Und dann, richtig, naja, hat das nicht sogar. Genau, weil ich sie noch halbwegs auf dem Schirm hatte und dann ging es halt los. Siehst Wann du habt gleich. Ihr die denn gelegt? Da gab es ja mal einen Patch, wo der Bleed bei ihr nicht mehr so krass ist. Ja, das war jetzt kürzlich. Ja, und war, oder ja, also ich habe die dann, ist bei mir jetzt schon ein bisschen was her und bei ihm ja auch schon mehrere Male dann offensichtlich. Genau, zweimal habe ich sie mit dem Bleed-Bild gemacht, ja, einmal mit Magie-Bild. Ja. Magie-Bild war okay, das kann man gut machen. Also ich habe sie nicht weggedonnert mit Azurs Komet oder so, das mache ich nicht. Das finde ich ätzend, das nimmt mir selber den Spaß am Spiel natürlich, wenn ich dann so One-Shot Strategien fahre und das immer wieder versuche, das ist blöd. Aber als Magier, die erste Phase ist lame, die zweite Phase muss man ein bisschen aufpassen. Aber ansonsten war das immer machbar, aber ist halt, genau, Bleed ist immer noch nicht schlecht bei ihr, ganz genau. Ja. Aber es ist einfach so die Krätze mit dieser Randomness, die sie da an den Tag legt. Und deswegen, da waren wir wirklich exhausted an dem, ja, Tag. Ja, es, ne, war ganz schlimm am Ende. Also ich meine, wir haben noch viel Spaß gehabt mit, ja, aber das war halt so ein Moment, wo ich gesagt habe, no way, wir rufen jetzt die Mimik und probieren es damit. Und selbst damit haben wir noch ein paar Versuche gebraucht. Ja, man sieht es mir im Laufe des Streams halt auch irgendwann an, dass ich bin halt nicht so in dem Game drin. Ich bin nicht der größte Elden Ring-Fan. Ich mag andere Souls-Spiele viel lieber. Ja. From Software. Ja gut, aber das ist ja bei uns beiden so. Ja. Und ich bin dann irgendwann auch komplett ausgestiegen. Also ich habe dann irgendwann auch, hat nur noch er gezockt. Also ich habe es bei allen Bossen nochmal wieder versucht. Aber ich war irgendwann einfach komplett tilt. Das ist halt ärgerlich. Ja, dann heilt sie sich halt wieder, dann heilt sie, ja, sich so viel Leben mit einem Schlag, dass der nächste Schlag von dir Mühe an Leben ihr noch übrig lässt und dann heilt sie sich wieder auf und dann bist du eigentlich schon wieder raus und dann macht sie den Waterfall oder diese dämliche Schmetterlingsattacke, wo ihre Ebenbilder, ja, die Klone runterkommen und wenn du da einmal das falsche Timing drin hast, dann bist du raus und kannst es neu versuchen. Die ist so scheiße, dass sie uns jetzt schon wieder so viel Zeit kostet. Ja, blöde Kuh. Wir machen weiter. Denn gleich kommt der Kampf, der mir am meisten Spaß gemacht hat, zu editieren. Nicht der. Danach. Der hätte ich auch Musik verdient. Er wollte nicht, ne? Ja. Das war Ben übrigens. Ja. Die Strafe folgt auch gleich dafür. Die Strafe kommt, aber er wollte duschen. Er wollte vom Tod noch duschen. Es fällt gerade was ein. Ich hab gesagt, ich ex das, wenn ich einen Boss lege. Ne? Eine volle Flask Sauerkrautsaft. Oder ziemlich gut gefüllt. Aber ich hab's nicht on Stream gesagt. Doch. Nee, hab ich wirklich nicht. Aber echt nicht? Nee, aber. Nein, das muss. Der Sauerkrautsaft ist ein Channel-Redeem, die ich gerade deaktiviert, ja, habe. Wir haben hier immer Flasks mit lecker Getränken für Kanalpunkte. Ich möchte betonen, das habe ich eingefügt. So eklig trinke ich nicht. Boah, Alter. Mega gut. Ja. Oh, seit wieder läuft. Jetzt, er ist fast tot. Seht ihr ihn nochmal. Smooth McGroove. Super gut. Sau gut. I fight just, oh ja, for a loop. Oh ja. Das Ultimate Warrior Theme. Ah, okay. Vielleicht ist das mit dem Schuh. Ja gut, wenn man nicht gerade unter seinen Fuß latscht. Nein, schade! Ich kann gerade nicht die Hände vom Bett nehmen. Aber ja, die Dungeon-Bosse. Jetzt kann ich die Hände vom Bett nehmen. Mann, oh Mann. Ja, okay, das war's. Powerbomb! Touchdown, Conan!
Ach, Magie! Das sehe ich nicht. Doch keine Magie mehr. Danke! Hätte ich fast nicht gemerkt. Dann bin ich ja hier. Fuchtel die ganze Zeit mit dem Schwert, füllt er die Brumpe. Schön Gag. Ja, wir sind halt noch im Team. Du weißt, er mag das nicht. Das machst du jetzt nochmal. Vielleicht soll er es nochmal machen. Denn... Powerbomb! Raus! Ja, doch keine Heilung mehr, ne? Ne, ich hab nichts mehr. Perfekt. Leck mich am Arsch. Double Kill! Er hätte sich besser planen können. Das gilt noch. Das gilt. Ich meine, eventuell merkt, ich bin Wrestling-Fan. Ja, so ein bisschen. Ich will mein U-Boot und ihn umfahren. Ich musste das umgehend klippen, das war so gut. Das ist ein sehr friedfertiges Spiel. Ja, wenn der mir in den Weg schwimmt. Das war fantastisch. Das ist mein Meer. Ist das noch reingeschnitten? Ja. Gar nichts mehr zu suchen. Das war den Machern auch sehr wichtig, dass das ein friedfertiges Spiel ist. Nur mit diesem Bohrer, den man bekommt, da kann man so ein bisschen... Ja, oder man... Oh. Oh. Friedfertiges Spiel! Friedfertiges Spiel! Oh. Musik aus Dragon's Dogma. Ah, okay. Bounce! Mann! Es gibt keine Input... Leck mich doch an den Tisch. Mal gucken, ob es wieder so... Assoz... Ja, da! Das ist eine so ätzende Attacke. Oh, fuck! Fuck! Ja, ich bin gleich tot. Aber hey, weil diese Attacke mich tötet. Drück mir den Rollknopf. Ach so. Das Spiel sagt nein. Gott, ey! Das ist so asozial! Ja. Wie lange geht das denn? Ewig! Du wirst gestunlockt dadurch, gebremst. Weg, weg, weg! Oh Mann, das ist ja so gemein. Oh nein. Oh nein. Ach, komm oh nein. Schon. Ach, komm schon. Mach weiter. Mann. Wie lange haben wir da schon gespielt? 7 Stunden, 8 Stunden, als wir den angegangen sind? 8,5, ja. Das ist so assi! Ja, in der. Wie das für den Fight das Pferd vergessen, eben zu aktivieren. Ja. Ja. Ich finde das Elden Beast nicht, was er macht. Setzlich da komm so ich nicht schlimm. Raus. Tut mir leid, da bin ich tot. Bis auf sowas. Ja. So eine Situation ist beim Elden Beast. Sowas von assi. Und er gibt auf. Du gibst einfach. Falsche Seite. Ja, ja, der ist ja auch von uns beiden heiß geliebt. Der eine mehr, der andere weniger. Ich finde es schön, dass es ist immer ein Abwechslung. Ah. Du hast den einen mehr, nicht den anderen. Mach sie fettig. Imbagons Eldenbeast. Imbagons Eldenbeast. Ja, Bleed-Tilt ist bei den beiden halt auch völlig lost, ne? Wenn einfach nur noch Tilt. Warte mal, das muss ich noch mal eben kurz. Jetzt. Vorsicht. Ja. Aber jetzt kommen nur erfolgreiche Attacken. Ne? Ich will sie ja fertig machen. Synthwave Robocop. Ja, alles klar. Stimmt, jetzt höre ich es auch. Fantastischer Soundtrack auch, ja. Endlich kann ich diese zumindest ein bisschen nutzen. Hä? Wo schießt du hin? Bist du betrunken? Oder besessen? Das Finale ist... Ja. Es kommt drauf an, was er macht. Oh.
Oh, fuck. Okay, cool. Super. Dreifach jetzt. Nicht davon getroffen worden. Nee, dann wirst du gestunlocked halt und gebremst. Okay. Ach komm, mach's gleich weiter. Alles klar. Und dass das jetzt direkt vor dem Biest ist. Er hatte keine Flasks mehr. Keine Heilung. Und man sehe sich bitte die Lebensleiste von mir an. Aber man sehe sich mich an, wie ich reagiere. Ja, ja, und du gehst völlig ab, ey. Spannung bis zum Letzten. Fast 10 Stunden Stream lang da hinter uns. Fast 10 Stunden. Oh. Sehr gut. Ey, kann ich nur das für dich. Top-Performance hast du heute abgeliefert. Ja, komm, da sind wir auch hier. Das war der Möhrensaft zur Feier des Tages. Prost! Ja. Danke, danke, ja, danke. Ja, hier, komm. Prost, 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 Prost. Es ist down. Es ist verdammt nochmal down. Mhm. So, Exen den Scheiß hier. Ja. One year in the making. So, bin erstmal raus. War bei einem Kumpel und muss jetzt zurück mit Zug nach Düsseldorf. Alles klar. Ciao. Sag morgen gerne nochmal Bescheid über via Discord, wann du genau in Münster bist. Vielleicht komme ich noch dazu. Vorher, nachher oder so. Morgen früh oder so. Komm gut über. Bis dann. Ciao. Danke fürs Einschalten. Jo. Zur Drag Queen wurde. Mhm. Im Bademantel. Stimmt. Das ist doch wirklich so. Fallen leaves tell a story of how a tarnished became Elden Lord. Die Prinz Eisenerzfriese. Und der Schnurri. Und der Schnurri. Across the fog, the lands between. Our sea will look back upon us and barefoot. He's barefoot. An age. Er ist einfach in seinem eigenen Kopf. Hat er einen Bademantel? Your Grace. Der hat richtig. Oh, episch. Na 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 na. Mega gut. Entschuldigung.
Kommt noch was? Das war's. Alles klar. Nein! Ah. Wir wollen nicht Enno gucken jetzt. Mann! Okay. Heute ist Benrion returned bei Dragon's Dogma. Ja, genau. Benrion ist returned bei Dragon's Dogma. Das können wir ja nochmal rüberschalten gerade. Ja, sehr also, schön, aber sehr, sehr geil. Auf jeden Fall. Du hast dir damals gewünscht, ich soll ein episches Video machen. Ja, mega episch. Sehr gut. Sehr gut und sehr passend. Jetzt habe ich auch das technische Material, jetzt das technische Know-how dafür, es zu machen. Sehr gut. Und es ist fantastisch geworden. Ich werde es mir sicherlich noch 5000 Mal angucken. Ja, danke dafür auf jeden Fall. Es hilft halt auch, dass diese Synthwave-Version so mega geil ist von dem Elden Ring-Theme. Mhm. Definitiv. Also ich war ursprünglich. Ich baue ja total gerne Intros. Und ich hatte dann, allerdings habe ich die Credits zuerst gebaut. Also nicht ganz am Ende, aber schon so mit zuerst. Ja. Und da habe ich gedacht, da brauche ich jetzt auch kein Intro mehr dazu bauen. Weil ich habe gedacht, die kann ich eh nicht mehr toppen. Nee. Also auch mit diesen, also ursprünglich hatte ich die ganze Zeit nur dieses Bild von Benrion auf dem Thron im Hintergrund. Mhm. Und dann so ganz langsam, dass es so rüberzoomt, so schön, also dass es wirklich so ganz im Hintergrund ist, Farbe ein bisschen runtergedreht und unscharf gemacht. Aber dann habe ich gedacht, okay, dann lasse ich einfach den Text, dann mache ich einfach mehrere Bilder darüber, also halt so aus unseren ganzen Sessions. Und dann hatte ich auch mal die Idee, aber du kannst auch einfach den Text auf der Seite rüberpacken und dann zusätzlich auch noch Videos da durchlaufen lassen. Ja, mega gut. Und dann im Hintergrund die Standbilder durchlaufen lassen von der Seite. Ich mag vor allen Dingen das Bild, wo ich so mache. Ja, 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 ja. Und du einfach nur so zur Seite guckst. Und ich bin völlig kernverwirrt. Mega gut. Das mega war bei dem Hummer. Ja, ich weiß. Das war mit dem Du machst meine Freundin an. Da habe ich den hat sich in Schale geschmissen. Da habe ich den schweinelustigen Gag aber noch nicht gebracht zu dem Zeitpunkt. Nee, das stimmt. Den da warst du noch ein paar Sekunden von diesem unglaublich witzigen Gag entfernt. Den ich auch schon bei Alpha Dackel im Chat habe ich den ja auch gebracht. Ja, ja, das weiß ich. Das hatte ich schon mitgekriegt. Sehr gut. So. Also, ich hab, Pieper, weil du geiles Video gesagt hast, danke. Ich mache solche Videos tatsächlich öfter. Mhm. Kannst du mir. Ach so, ja, er postet gleich mal den Link zu meinem YouTube-Kanal. Kannst du gerne mal reinschauen und mir folgen, würde mich freuen. Genau. Kannst gerne Kommentare runtermachen oder Daumen hoch da lassen. Freut mich alles. Ich mache das halt nur zum Spaß. Aber tatsächlich hat mir das auch geholfen, meinen neuen Job zu kriegen. Mhm. Und ja, mein Twitch. Ja, gerne. Oh, schade, das funktioniert gerade nicht. Ja, also ich bin bei Twitch nicht. Du bist aber, er ist hier verlinkt in dem Titel von dem Video. Ist er verlinkt? Da kannst du gerne mal draufklicken und ihm auch ein Follow dalassen. Dann, ich kann zwar nicht so schön wie Lilo Pieper sagen, aber ich kann es versuchen. Lilo, wenn du noch da bist, hast du denn gesehen, dass ich im Abspann reingeschrieben habe bei dem Malekith-Fight, dass da Songwunsch von Lilo dahinter steht? Ich habe zwei Gags in den Abspann reingeschrieben. Ah, okay. Muss also, ich nochmal genauer drauf achten? Das heißt achten. Gags. Es ist kein Gag. Ich habe bei dem Earthworm Jim Song reingeschrieben, yes, it's really one song. Oder only one song. Ich habe die Beschreibung auch diesmal auf Englisch gemacht. Ja, Ehre. Ganz genau. So, willkommen, Pieper. Willkommen bei den Pandinatorianern. Wenn du willst, kannst du noch eine Runde spielen und den anderen mal unseren diesen hier ist er mittlerweile. Gerade war noch Eldenlord, jetzt ist er Drag Queen in Grunzis, so heißt das Land, glaube ich, bei Dragon's Dogma, wenn ich mich recht erinnere. Und aber also der zur Erklärung, Pieper, Benrion kommt daher, ich heiße Ben, er heißt Gerion. So ist es entstanden. Richtig. Und man hat ja bei Dragon's Dogma einen Main-Pawn, der dich das ganze Spiel über begleitet. Und deswegen haben wir ihn nicht wegen Legend of Zelda Gerudo genannt, sondern halt Gerion. Und naja, aus Benjamin kann man irgendwie nicht so eine schöne Silbe rausziehen. Deswegen haben wir meinen zweiten Vornamen genommen. Ich heiße nämlich tatsächlich Benjamin Udo. Warum, fragt meine Eltern. Und dann haben wir Gerudo gemacht. Und Gerudo ist ein Mannsbild von einem Manne. Mit einer geilen geilen neuen Stiefeln, die ich ihm gekauft habe. Feldstiefel. Ja, die sieht man im Gras nicht so gut. Aber er hat eine ganz, ganz tolle Stimme. I'm vulnerable. Komm, Agli nicht, ist er nicht. Der ist halt nur groß und sehr bärtig, aber er hat eine ganz komische Stimme.
Also, er sieht ja schon etwas aus wie Mickey Rourke in The Wrestler. Ja, aber weniger Drogen. Ja. Auf jeden Fall danke, Pieper, für den Follow. Und ja, vielleicht zur Erklärung. Hier findest du Gaming-Content, manchmal auch DJ-Streams, Musik-Streams. Was du gemacht hast kürzlich, hatte ich auch mal überlegt. Ich produziere nämlich selber auch Musik. Und ja, ich bin im Moment eigentlich regelmäßig einmal die Woche on Stream, immer dienstags. Das hatte heute mal perfekt gepasst nochmal mit unserem Teamstream, weil der Ben umzieht für den neuen Job. Und wir dann nicht mehr so häufig uns treffen können, zumindest nicht so, wie wir das jetzt hier mit Elden Ring gemacht haben. Und wir wollten aber trotzdem nochmal Dragon's Dogma gemeinsam starten. Und die nächsten Monate bin ich ja auch noch in der Nähe. Genau. Weil ich jetzt erstmal wieder für ein paar Monate bei meinen Eltern wohne. Ja. Muss ich wieder zeitig ins Bett. Wenn du nicht lieb bist, ohne Nachtisch. Ja. So, Moment. Ich muss eben gucken. Und es gibt hier halt verschiedene Sound-Commands und verschiedene Channel-Redeems, die dann immer mit Aufgaben verbunden sind. Du kannst halt Pandis sammeln hier und wenn du Lust hast, kannst du eben bestimmen, wann wir aus unserem leckeren Flask trinken müssen. Wo dann Sauerkrautsaft, Karottensaft oder wie heute Rote-Bete-Saft drin ist. Was hatte ich noch? Tomatensaft, aber der war eigentlich zu lecker, deswegen... Ja, das stimmt, der kann... Der kann definitiv was. Oder ich muss mal ein Gebräu zusammenpacken, was irgendwie gut funktioniert. Und wenn du böse bist, gibt es Hausarrest, ganz genau. Nee, auf jeden Fall kannst du gucken mit Kanalpunkten, kannst du mich hier so ein bisschen fordern. Es sind jetzt nicht alle Channel Redeems aktiviert, weil ich für ein, zwei Stücken ein Mikrofon und ein Soundeffektgerät brauche. So. Und das ist... So, Pieper, jetzt folge ich dir auch. Perfekt, denn er streamt ja selber auch, genau. Ja. Pieper. Sehe, wir haben ein ähnliches Hemd. Ich hatte doch in dem einen... Plus zu die Dralulik Sex Kampf. Stimmt, stimmt. Ich fand das sehr schön, dass mein. Also ich wollte bei ein paar Clips, die ich da eingebaut habe, habe ich genau die Reaktion bekommen, die ich bekommen wollte. Zum Beispiel das mit der Explosion, wo du auf den Tisch haust. Ja, das ist auch mega gut. Richtig gut. Ich habe einfach eine ganz billige 16-Bit-Explosion aus dem Spiel rausgecuttet. Ich weiß gar nicht mehr aus welchem. Und dann habe ich es da drüber gelegt. Super. Das ist schön, weil da kann man ranzoomen. Das ist ja nicht so schlimm, wenn es verpixelt ist bei 16-Bit. Ja, eben. Passt perfekt. Er bedankt sich. Oh, guck mal. Alter. Okay, ich bin da mal weg. Iiii, mach das weg. Guck mal, wie viel Kohle die hier haben. Oh. Ich hasse Spinnen in Spielen. Ich hasse sie. Ja, genau. Also einmal. Oh. Das sind Spinnen. Papa Schlumpf. Du Arsch. Mal wieder ein bisschen unsere Visagen mal wieder größer machen. Hier kann man gar nicht durch, stimmt. Genau. Normalerweise, wie gesagt, bin ich auch mal öfter als einmal die Woche online. Im Moment habe ich aber sehr viel Arbeit, weil das ist halt ein Hobby von mir und ja, man muss halt immer gucken, wie man die Zeit da einplant. Und ich spiele hier meistens, wenn ich was spiele, Sachen aus dem Bereich RPG, Action, Soulspawn, Souls-like sehr, sehr gerne. Kenne ich nur zu gut. Ja, kriege ich ja ab und zu mit, wenn du in der Pause bei Lilo im Stream bist oder so. Kenne ich auch sowas. Genau. Kürzlich habe ich meinen NG Plus 4 in Sekiro durchgezogen. Ich bin nur 7-mal gestorben. War eine geile Erfahrung, dieses Spiel richtig so gut zu beherrschen, dass das funktioniert. So gut war ich in Elden Ring nie. Werde ich auch nicht, weil ich das Spiel jetzt auch erstmal größtenteils ad acta gelegt habe. Das Spiel hat mich auch gebrochen. Pieper, ich hab genau im Ohr. Ja, ich auch. Ich hab's genau im Ohr, wie Lilo das jetzt sagt. Ja.
Ja, und ich streame nicht ganz so oft. Ich mache halt viel so Kram für den Kanal, für den YouTube-Kanal, weil ich sehr gerne Videos bastel. Aber immer wenn es mich mal so packt, dann mache ich das so relativ spontan. Und bei mir variiert das halt auch. Ich bin auch eher so der RPG-Mensch. Manchmal war auch so ein Action-Titel. Ich habe neulich ein bisschen Hades gespielt. Ich habe neulich mal Spider-Man gespielt. Und, aber meistens werde ich da so Spiele spielen, wo man sich dabei unterhalten kann. Also jetzt zum Beispiel, was denn jetzt gerade rauskommt, Final Fantasy 16 möchte ich gerne mal spielen, aber das werde ich dann für mich spielen. Ja. Guck mal, ob der Shoutout da funktioniert hat. Für Lilu funktioniert der Shoutout. Ja, ja, ich verstehe das schon. So, müssen jetzt mal eben gucken, ob wir diese Sculptures finden. Ich probiere es nochmal für dich. Na gut, das funktioniert so nicht. Careful, the goblin! Oh, jetzt funktioniert es auch für dich. Yay, sehr gut. Ja, ja, Lilu, natürlich. Also, Pieper, das, also, das Video gerade eben, das hat quasi den ersten Teil. Das heißt, Sir Benrions Elden Ring, Once More with Feeling. Da habe ich, ich habe ja ursprünglich schon mal zwei Videos über unsere Sessions gemacht, da war ich nie so ganz zufrieden. Und deswegen habe ich daraus nochmal ein neues gemacht, das hat so das Setting, das ist halt so ein bisschen das Oberthema des Sitcom. Es fängt mit dem Alf-Theme an. Arbeit, Praktikum, ja, ich bin auch bald erstmal kurz Praktikant und dann Volontär, also. Arbeit plus Praktikum, war schon stressig, ja, 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 genau. Ich bin halt voll in der Arbeitswelt. Egal ob selbstständig oder eben jetzt wie im Moment zeitweise auch mal mit einer festen Anstellung und manchmal sind da Phasen halt, ich bin Lehrkraft für Deutsch in verschiedenen Maßnahmen für ein Bildungsinstitut, nein, nicht für eine Schule, zum Glück. Und da haben einige Schüler jetzt eben Abschlussprüfung im Juli, da habe ich relativ viel zu tun gerade und bin auch mal froh, wenn ich meine Ruhe habe. Aber es ist halt ein Hobby und es darf halt eben nicht zur großen Pflicht werden in dem Sinne, ne? Also insofern, sonst macht's keinen Spaß mehr und das ist auch Quatsch. Das soll ja Spaß machen und deswegen nehme ich mir dann auch mal Auszeiten, wenn sie nötig sind. Und bei dir wird das ja ähnlich sein. Ja, ja, genau. Du hast übrigens ein sehr schönes T-Shirt an. Toll, ne? Burgnagar. Ist ja auch eine gute Band. Ja. Wobei, das Album kenne ich sogar in der Tat noch gar nicht. Das ist das aktuellste, ne? Das ist das aktuellste, super. Gut, werde ich mir auf jeden Fall mal reinpfeifen. Absolut. Zwang hatte ich auch mal und habe das dann ausgebremst. Ja, den Zwang hatte ich vorm letzten Sommer. Und dann bin ich in meinem Sommerurlaub, habe ich 4 Wochen lang nichts mit Streaming zu tun gehabt, weil ich auf einmal überhaupt keinen Bock mehr hatte. Und da war ich noch nicht mal Affiliate und hatte nur eine ganz winzig kleine Community. Hab aber da schon gemerkt, dass gar nicht von den Leuten selber, aber von sich selber aus so ein Druck aufgebaut wurde, du musst jetzt, damit du und so weiter und das ist einfach Quatsch, damit kommst du nicht weit und das ist halt eben blöd, ne? Bin mal kurz Essen holen. Viel Erfolg, Lilu! 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 Gönn dir! So. Und dann habe ich halt in meinem letzten Sommerurlaub habe ich Elden Ring halt das erste Mal ganz alleine durchgespielt und habe wirklich Tage und Nächte vor der PlayStation gesessen damals noch und habe das Ganze dann durchgesuchtet, was mir wirklich gut getan hat, das mal ohne Streaming-Stress zu machen. Einfach für sich selber mal wieder ein Spiel spielen. Also so sehe ich das halt, ne? Kenne das nur zu gut. Hab mir auch immer selbst den Druck gemacht, immer ein Top-Produkt abzuliefern. Genau. Und dann, genau dann wird es meistens nicht so gut. Ja. Weil es dann unter Druck passiert. Und unter Druck, je nachdem wie heftig er ist oder wofür man den Druck hat, dann wird es halt einfach entsprechend vielleicht nicht so geil. Weißt du, und mittlerweile ist mir das dann egal, wenn manche Leute halt sagen, ja gut, du streamst mir zu wenig, ich entfollow dich, was finde ich natürlich schade, aber dann lass die Leute gehen, andere kommen dann halt vielleicht wieder nach und so weiter, ne, das ist, darf kein Zwang werden. Badam, badam, badam. Ah.
Insofern, dann weißt du ja, wovon wir hier sprechen. Dark news. His brother is dead. It happened on the shore ways. We were fleeing the worm and he... Cortez leapt before the beast. I saw it. Saw him hurtling through the air. I did nothing. Just watched the poor man. Auf jeden Fall schön, dich hier zu haben. I cannot face Merin for the shame of it. He deserves to know what happened, but I... Please, please go and tell him. A sea place, but one with the view of the dragon. Yes. Wieso wird mir denn hier... Ja, genau das. Vor allem vor der Cam möchte man die Leute ja auch unterhalten und nicht wie ein gestresster Trauerkloster sitzen. Genau. Ja. Es gibt halt auch Momente oder Lebenssituationen, wo man halt wirklich selber auch mal merkt, dass man nicht so glücklich sein kann, wie die Leute das vielleicht erwarten, wo einem aber sowas, so das Streamen vielleicht auch was gibt, wo man dann so ein bisschen Zerstreuung hat, Ablenkung, Eskapismus, und dann ist das auch in Ordnung. Was ich aber zum Beispiel ganz schrecklich finde, ist eine Community, die einem vorschreiben möchte, was man zu spielen hat. Boah. Oder wie man es zu spielen hat. Das finde ich persönlich halt wirklich, wirklich anstrengend. Und ich hatte wenige Leute mal im Chat. Ah, okay. Ah, das waren die von der Kapelle, ne? Ja. Super. Perfekt. Und ich hatte wenige Leute da mal im Chat oder so, aber dann wirklich Leute, die sich mal was gewünscht haben, wo ich gesagt habe, klar, probiere ich aus, das ist auch okay, aber ich finde es halt anstrengend, wenn Leute dann anfangen, ja, du wolltest doch mal das und das spielen. Ja, eventuell wollte ich das spielen. Ja, aber warum machst du das denn nicht? Ja, weil ich es gerade vielleicht nicht spielen möchte. Wenige Leute, aber das nervt halt und verleidet einem den Spaß daran, und das braucht kein Mensch. Finde ich irgendwie toxisch, sowas. Ja. Ach, da ist er wieder. The scriptures. I cannot. Now I can once more offer proper prayer on behalf of the village. Ja, genau. Da verstehe ich nicht, warum die das nicht selber spielen. Ja, ja. Das ist tatsächlich auch, ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr, wer das war. Vorletztes Mal oder letztes Mal hat doch irgendwer bei dir mir angeboten, mir Sekiro zu kaufen. Ja. Und das habe ich ja da auch on stream gesagt, ne? Das geht jetzt nicht gegen... Ich weiß wirklich nicht mehr, wer Tim. Es war. Das war Tim. Tim, genau. Tim ist ein lieber Kerl. Total lieb gemeint. Falls du gerade zuschaust, ja, Props ja. gehen da raus an dich, dass du das gemacht hättest. Aber das wäre dir gegenüber auch... Also es wäre ihm gegenüber unfair gewesen, weil ich habe einfach null Bock, Sekiro zu spielen. Und weil ich... also irgendwann werde ich es auch mal nachholen. Wahrscheinlich werde ich es dann auch sogar mögen, aber ich habe da jetzt gerade halt auch nicht so Bock drauf. Und... Bei mir ist es halt auch nicht so, ich sag mal, entertaining, mir dabei zuzugucken, weil ich raste ganz selten aus. Dieses, gerade eben in dem Video, wo ich sage, ich werde zu alt für den Scheiß! Ja, das genau. Das ist so, das habe ich auch noch bewusst ein bisschen überspitzt gemacht. Also wenn mich irgendwas nervt, dann bin ich eher so wie am Ende des Videos, dass ich so in mich zusammensacke und dann würde ich halt irgendwann mal abbrechen. Und das macht ja, das ist ja, und dafür mir dann, vor allem, weil ich kenne Tim gar nicht persönlich, das fände ich sowieso. Also, genau. Ja, es geht auch gar nicht so um Tim, sondern mir wurde das auch schon mal angeboten, halt, dass man mir ein Spiel kaufen möchte, und ich fühle mich dabei grundsätzlich nicht so wohl, weil ich bin arbeitende Bevölkerung, ich kann mir zwischendurch auch mal ein Spiel leisten, ja, aber ich überlege halt auch, was will ich mir in die Bibliothek packen, oh, Rutschpartie, und genau, das ist, kann ich verstehen halt an der Stelle, und Ben hat das Spiel, du hast es mal angetestet, glaube ich. Ja, ich habe es mal angetestet. Aber, also, aber nicht bei dir selber, sondern bei einem Kumpel, glaube ich, oder wie war das? Genau. Und es war jetzt nicht so deins, glaube ich, ne? Zumindest so für den Anfang, so, ja. Weil das Sekiro ist halt sehr speziell. Und das habe ich selber auch gemerkt. Ich habe es mal irgendwann für die PlayStation im Angebot bekommen für, ich glaube, 24,99. Und da habe ich dann mal zugeschlagen, weil das Game ja sonst extra teuer ist. Auch jetzt noch. Und ich habe wirklich... 4 Anläufe gebraucht, um dieses Spiel überhaupt mal durchzuspielen. So, und das habe ich nur gemacht, weil ich dieses Durchhaltevermögen hatte und den Anspruch an mich selbst, dann mal zu sagen, hey, ich möchte das jetzt endlich mal schaffen. Eigentlich finde ich es geil, ich möchte es jetzt schaffen. Und dann habe ich mich halt hingesetzt und habe das trainiert und habe gemacht und getan und die Bosse geübt, kann man ja in dem Spiel seit dem Update. Kannst du halt die Story-Bosse trainieren, weil du die immer wieder machen kannst. Wenn du die einmal besiegt hast,
kannst du die immer wieder machen. Okay, das finde ich ganz cool. Das ist eine geile Mechanik. Hätte ich mir für Elden Ring zum Beispiel auch gewünscht. Ach, für Elden Ring hätte ich mir einiges gewünscht. Ja, gut, das davon abgesehen, ne? Oh, das wusste... Ach so, du kannst... die haben eine Art DLC gemacht. Die haben ja bei Sekiro keinen DLC offiziell gemacht. Das ist im Story-Modus. Dafür haben die dann so eine Art Mini-DLC gemacht, wo du dann die sogenannte Reflexion der Kraft machen kannst. Am Bonfire, nenne ich es mal, an dieser Statue. Und dann kannst du die Bosse, die Story-Bosse, die du schon gelegt hast, kannst du immer und immer und immer wieder machen. Und das Schöne dabei ist, alle Consumables und so, die du in diesen Reflexionen der Kraft verwendest, die kriegst du, wenn du die Reflexion der Kraft verlässt, alle wieder. Das heißt, du hast keinen Verschleiß an Consumables und so weiter. Das heißt, du kannst halt wirklich einfach mal üben. Du kannst dich hinsetzen und einfach sagen, den Vater Uhu lege ich nochmal oder eben Sword Saint Ishin. Und das ist schon ziemlich geil. Dadurch habe ich dieses Spiel halt auch so gut meistern können, weil ich nicht immer durch das ganze Spiel pesen muss und dann mich immer bei Bossen killen lassen muss, um diese mal 50 Versuche lang zu üben. Ne, und das ist halt nice. Aber ja, da musst du erstmal hinkommen, weil du ja die Bosse überhaupt erstmal ein erstes Mal legen musst. Und das ist halt die große Herausforderung bei Sekiro. Wenn du da drin bist in den Kämpfen, dann kannst du da ohne Probleme durchgehen. Und oder ohne große Probleme durchgehen. Aber da musst du hinkommen. Und dafür brauchst du Sitzfleisch. Und ich kann jeden verstehen, der sagt, nö, kann ich nicht, will ich nicht. Habe ich nicht die Zeit zu, nicht die Energie und so weiter. Jo. Ah, ich habe noch einen sehr schönen neuen Skill gekauft. Okay. Und hier noch ein bisschen Stamina-Verbesserung. Ja, perfekt. So, ich zeig dir den mal. Ja. Wie schnell wir die ganze Kohle haben, ne? Ja, Wahnsinn. Ja, in der Spinnenhöhle gerade gab es ja auch richtig krass. Und man kann halt auch immer wieder einfach mal irgendwelchen Scheiß verkaufen. Mhm. Das gibt recht viel. Okay, da haben wir nichts mehr. Unser Travestie Benrion. Doch immer noch weit vorne. Ja. Auf der anderen Seite, was ich wirklich sehr schön finde am Stream, um nicht nur zu meppern oder so, ist es wirklich, wenn man merkt, dass sich so eine kleine Community aufbaut, die das dann stimmt, wirklich den Stream füllt und so weiter. Letzte Woche habe ich einen 12-Stunden-Stream gemacht und eigentlich hatte ich wirklich von Anfang bis Ende hatte ich immer wen im Chat. Das war super angenehm. Das ist dann wiederum sehr, sehr geil an der Stelle. Also insofern... ist ja nicht nur alles schlecht, im Gegenteil. Mir hat sein 12-Stunden-Stream einen Großteil einer sehr furchtbaren Bahnfahrt versüßt. Ja, das war auch einfach wirklich wie so eine Fügung an der Stelle. Das war sehr, sehr, also für dich war es schön, dass es versüßt hat. Ja. Und für mich war einfach irgendwie, ich habe mitgelitten an der Stelle, ne? Ey, wenn, ab übermorgen ist ja Steam Summer Sale. Also wenn da Dark Souls im Sale ist, weil ich habe mir das jetzt schon zweimal gekauft, ich kaufe mir das nicht nochmal zum Vollpreis, dann werde ich mir das holen und dann werde ich definitiv den Randomizer streamen. Mhm. Also der ist einfach mit Ornstein. Ja, ich hatte in dem 12-Stunden-Stream habe ich Dark Souls 1 den Randomizer gestreamt und es ist einfach so großartig gewesen. Es ist so fantastisch. Gleich im Anfangsgebiet beim Feuerbandschrein war dann einfach auf dem Aquädukt ein Riesen-Ornstein, der dann einfach immer so in 80% der Fälle darunter geglitscht ist. Ich liebe am Stream ja auch, dass man nie weiß, was kommt und man gemeinsam was kreieren kann. Ja, genau. Ja. Also man spielt halt nicht einfach nur so ein Spiel runter, sondern man unterhält sich. Manchmal hat man ein paar Diepe Gespräche, manchmal hat man auch nur Blödsinn, mal hat man einfach nur Spaß, aber das ist halt genau der springende Punkt. Willkommen zurück, Lilu! Guten Hunger oder gehabt zu haben, je nachdem. So, ganze Kohle rausgeballert hier jetzt. Wie das muss. Pieper! Nee, esse gerade. Dann gönn dir. Oh, das sieht
echt ein bisschen dumm aus jetzt. Er sieht ja sehr sexy aus jetzt. Hab den Randomizer auch mal ausprobiert. Ich hatte die Four Kings direkt am Anfang. Großartig. Ja, ich hatte auch den Gaping Dragon. Sexy Beine? Mhm. Er kann auch mal zeigen, was er hat, finde ich. Ich finde, er muss sich da ja, aber nicht vor verstecken. Allem diese Stiefel, ne? Ja. Diese Stiefel sind ja so, die tragen heutzutage junge Frauen mit den 14 bis 17 Jahren immer im Winter auf. Natürlich mit Kunstpelz. Man möchte gar nicht wissen, wie die... wie es dann stinkt. Sexy, genau. Sexy, sexy. So ist das. So, jetzt gucken. Hauen wir nochmal Shackle. Ja, die Four Kings am Anfang ist auch super. Den Gaping Dragon hatte ich unter der Arena vom Asylum ja, stimmt, Demon. Das war so gut. Und dann auf einmal, ich kämpfe dann gegen den Capra Demon, der dann da an der Stelle auf mich gewartet hatte. Und alles lief so seinen Weg. Und auf einmal springt der Gaping Dragon einfach nach oben in unsere Arena von unten rein und ich schreie einfach nur, weil ich mich so tierisch erschrecke. So großartig, ey. Besser als echter Pelz. Das sowieso, ja, Leo. Das sowieso. Ist korrekt. Da hast du natürlich vollkommen recht. Das wollte ich auch nicht damit sagen. Das ist halt auch so ein Relikt, ne? Kein Mensch braucht mehr heutzutage kleidungstechnisch Pelz, ne? Nö. Stimme ich absolut zu. Genau. Tausender, gib ja keine Tausend. Ach, Mist. Oh, Mann. Ja, der Ornstein ist dann immer in den Abgrund gesprungen. Da war ich gleich am Anfang schon Level 50 oder sowas. Guck mal, da haben wir zufällig alle Equipment und was auf Level 3 zu bringen. Oh. Macht jetzt bei so einem Anfangsding nicht so viel neu, aber das ist schon ganz praktisch. Da haben wir jetzt schon ein paar höhere Resistance-Sachen. Das ist schon ganz praktisch. Das hört sich doch schon mal gut an. Dann stirbst du nicht ganz so schnell nachts im Banditen-Magier-Lager. Ne? Ja, ne? Oh, guck mal, Wolfpelz haben wir auch. Hier, komm. Komm, gib ihm. Was und natürlich die schönen Pelzstiefel. Die müssen natürlich auch aufgewertet werden. Ja, ja, klar. Grand Surf, hier, komm. Nehmen wir, hier. Yeah. Nächstes Mal, was kostet ihr? Jetzt hast du kein Geld mehr. Ja, das ist wahr. Aber ich hätte auch nur noch das hier. Ach, das ist schön, das kann, haben wir eh nicht. Ach, doch, hat er noch. No. Ach komm, jetzt habe ich jedem einen Shoutout gegeben. Yes, we should. Oh, neue Aufträge. Slay 10 Wolves. Nehmen wir. So, da kriegt der Pieper jetzt auch einen. Oh, Shoutout. Oh, du spielst Valheim? Oh. Oh. Bevor wir jetzt in den Selling-Modus für den Stream übergehen, zu Valheim habe ich auch 3 Videos gemacht. Die sind auch meiner Meinung nach alle sehr lustig geworden. Ja, die sind ziemlich gut. Und Valheim spiele ich öfter mit meinen Jungs, unter anderem mit Ben oder mit Christian, mit Sven und jeder Menge anderen Leuten. Wenn du Lust hast, kannst du uns gerne auch einfach mal Just for Fun beim nächsten Mal joinen. Das mache ich häufig am Dienstagabend nach meinem Solo-Stream, wo ich im Moment Demon's Souls Original auf der PlayStation 3 spiele. Hipster. Fuck you, Framerate. Genau, und danach mache ich mit meinen Jungs häufig was. Und wenn du Bock hast, fühl dich frei, joine mal. Genau, wenn du Lust hast, joine gerne auch mal meinen Discord, sofern noch nicht geschehen. Warte mal kurz. Der Master Wolves! Yes, strength in numbers. Dann joine doch bitte mal meinen Discord. Hier, ich zeig dir mal eben die neue Attacke. Ah, ja. Das ist aber so ein Uppercut. Hoppala. Aber wenn man dann nochmal, ich hab's noch auf Kreis gelegt. Ja. Wenn man das nochmal macht, dann macht er noch so eine Flammenattacke hinterher. Komm mal her. Ah, ne? Wirft ja so Pulver, also muss halt dreimal drücken. Ja, gut. Komm mal her. Komm her. Na, muss ich natürlich treffen. Halt still. Hier. Ist gegen feueranfällige Gegner sehr praktisch. Wegen Valheim habe ich dich schon mal gefragt. Okay, dann habe ich nichts gesagt. Hoppala. Na gut. Stimmt, das kann sein in einem von den Streams, ne?
Naja, auf jeden Fall. Kann man denn nicht. Ach so, alles gut. Entschuldigung, ja, das ist. Ja, das Zitationssystem von Twitch verstehe ich manchmal nicht. Da komme ich auch durcheinander. Und es ist schon spät. Alles klar. Juhu, Mr. Piefer, willkommen. Ja, Lilu darf sich gerne anschließen, wenn sie das mal hat. So ist es ja nicht. Also ich mache sehr gerne auch viele Streams oder so im Team mit Leuten zusammen. Das ist Recipe! Sehr unterhaltsam bisweilen. Recipe. Ah, hätten wir das auf jeden Fall auch geklärt. Lieber mal speichern. Ja, ich weiß, was jetzt kommt. Ach so. So. Wie einfach senkt. Wolfs! Aber das Spiel mag ich echt auch gerne. Also das macht ja echt was her. Doch, wenn du top. Ah, lass mich los. Ja. Wie bei Mario Party, was damals sämtliche N64-Controller zerstört hat. Ja, Controller ist ein gutes Stichwort. Da brauche ich auch noch mal ein paar neue. Hä, ich hab ihn noch getroffen. No one wanna be big. Ich liebe diese Attacke einfach. Ja, so ein Spaß. Ja, ja, das ist schön schnell. Ehrenpandi und Ehrenben. Hi. Die Alde. Hallo, Lisa Alde. Willkommen, willkommen. Hallo. Lisa, du hast das Elden Ring Best of verpasst. Aber es ist ja auf meinem YouTube-Kanal. Auf dem YouTube-Kanal, den ich hier zufällig einmal nochmal verlinken kann. Hihihi. Hier Rudo ist in den Abgrund gestürzt. Seid ihr dumm? Der Wolf ist auch in den Abgrund gestürzt. Aber für wen halten die sich? Für mich? Das Best-of ist wirklich Crème de la Crème geworden. Das hat Ben richtig gut hingekriegt wieder. Ich bin auch sehr stolz darauf. Der Wahnsinn. Das kannst du theoretisch sogar mit in so eine Art Portfolio nehmen, wenn du dich mal irgendwo vorstellst. So zumindest am Anfang jetzt ja. Als Content. Oh, ein ganz kleiner Kollege ist da. Ja, also erstmal hier die scheiß Harpies was machen. Oha, Pyen. Ja, die singen halt, dann schläfst du ein. Und das ist ein bisschen ungünstig. Frechheit, dass ihr nicht ins Teamspeak gekommen seid. Lilu, Piefer, Mann. Was macht ihr denn? Oder was macht ihr nicht, besser gesagt. Da kannst du alles mit jedem an, wo wir gerade bei Randomizer waren. Elden Ring Randomizer ist auch witzig. Ja, ja, ja. Wobei, wie gesagt, ich bin jetzt erstmal mit Elden Ring weitestgehend durch. Außer Seamless Co-op Mod. Die würde ich ab und zu nochmal gerne spielen oder streamen. Ansonsten bin ich da, was das angeht, ziemlich raus. Ja, willst du mal? Och, jetzt bist du gerade so schön dabei. Nee. Ich glaube auch, dass wir doch zu schwach sind für dich. Ja, siehst du, der hat den einen jetzt schon mit einem Schlag totgehauen hier. Ja, deswegen also, okay, und dann noch unseren sehr tief sprechenden. Ja, aber ich glaube, der ist auch wirklich gar nicht. Der hat gar nicht so gute Defenses. Der ist super schnell down immer. Mhm. Da müssen wir bei der Bewertung mal drauf eingehen, auf jeden Fall. Ins Auge hier! Oh. Ach komm, Lilo, Schnutz und Buser. Hier siehst du. Oh. Okay, im Chat geht's ab. Der reagiert anders. Wenn man ins Auge schießt, dann findet ihr das nicht so schön. Ja, das kann ich. Aber hier, Gerudo, hier! Da oben ist er! Gerudo! Mein Blatt! Gerudo! Gib's ihm! Go, Gerudo, go! Das hängt, er hängt an seiner Schnauze! Ah, geil! Gib her! Wo sind die Tasks? Oh oh! Wow! Gerudo, nein! Jetzt geht der immer aus meinem Volley raus. Wie alt ist Dragon's Dogma? Das ist dein Part. Das, ursprüngliche Game ist von 2009
diese Dark Arisen-Version ist von 2012, bin ich mir relativ sicher. Als Remaster mit einem DLC dabei, ne? Genau. Ist relativ schnell danach gekommen. Gab auch damals, meiner Meinung nach, auch berechtigte Kritik, weil dann so schnell, die wurden nämlich zum Vollpreis dann nochmal. Ne? Du konntest den DLC auch nicht losgelöst kaufen. Ach so, du musstest okay. Das mit, diese Version musstest du kaufen. Ja. Diese Stimme von Gerudo. Ja, da haben wir gar nichts mit zu tun, Lino. Zufall. Das ist reiner Zufall. Ja, aber das Geile ist ja, man wird, das mag ich in Spielen immer, wenn man irgendwann wirklich merkt, dass man mächtiger wird. Ja. Es gibt später, also später, das habe ich ganz oft gemacht, bin ich, oh. Hier wieder zurückgegangen zu diesem Typen, weil die spawnen halt immer hier. Ah, okay. Und dann kloppt man den so ruckzuck kaputt. Mit Magier kannst du den wirklich mit einem Zauber komplett zerlegen, wenn du mächtig genug bist. Das macht einfach Spaß. Nein! Nein, Gerudo! Lass ihn los! Lass ihn los! Schieß dir auf die Hand! Schieß dir ins Auge? Ah, es. Oh, Gerudo! Kein Grund, den Kopf zu verlieren. Der schmeckt doch nicht. Der Berg! Und jawohl, wenn Lisa jetzt gerade auch hier ist. Komm, ich bin in Gönnerlaune. Gibt's auch für die Alde. Die Alde! Shootout, ja, ein Shoutout. Ah. Nein, er isst den Berg. Er will den Berg essen. Nein! Nein! Diese Viper! Pfeile verbrauchen ja gar keine Stamina, sehe ich gerade. Geil. Aber hier Gerudo ist wieder ganz oben. Ja, eine. Yes. Wow, wow, es nähert sich. Ja, aber ich schieße ihm auch die ganze Zeit ins Auge. Einfach Ehre. Ja. Einfach die Ehrenalde. Der Ehrendigger, ey. Voila, mashallah. In die fiese Schnauze hier. Aber wir schaffen den. Ja, du schaffst den. Oh, erstmal. Oh oh. Es sei denn, du kackst jetzt noch ab. Mit total epischer, heroischer Musik ja. Dabei und einem epischen Frauenchor unterlegt. Sehr gut. GG. Das finde ich auch immer ganz nett. Die ploppen nicht weg, die lösen sich dann auf. Na. Und dann. Hat jemand schon mal. GG! Jemand schon mal Gremlins gesehen? Ja. Ungefähr sieht das aus. Ja, das stimmt. Vor allem, weil hier das Skelett auch noch da bleibt. Das erinnert dann so an diese. So Sachen wie Warcraft und so, die Echtzeitstrategie-Spiele. Da war das ja auch so. Da liegen die Leichen erst rum, dann verwesen stimmt. Die so. Später liegen die Skelette da, die versinken dann auch irgendwann. Das sind doch die einzigen Warcraft-Spiele, die ich viel gespielt habe. Ja, Warcraft 1, 2 und Warcraft 3. Ja, 1 habe ich tatsächlich gar nicht gespielt. Oh, echt? Aber 2 viel und 3 auch. 3 ist ja auch super. Sehr gut, sehr gut. Der 10 von 10 Pandi, ganz genau. Ich habe übrigens neue Emotes noch in Auftrag gegeben. Demnächst, ich habe ja ein paar Slots mehr jetzt bekommen, deswegen cool. Kann ich gucken, dass ich auch mal richtige Cyber-Pandis animiert kriege. Und ich habe jetzt Follower-Emotes, also nicht nur Sub-Emotes, sondern auch Follower-Emotes. Ah. Genau. Ja, ja, hier, GG und 10 von 10, ne? Das geht danke, raus an dich. Danke, danke, danke. Aber, muss dazu sagen, ich habe das Spiel sehr viel gespielt. Also es ist tatsächlich eins meiner Lieblingsspiele. Gerion kennt es gar nicht. Ich kenne es noch gar nicht. Ich habe ein bisschen angespielt, auch vorhin mal. Ich guck mich mal um, so im Anfangsgebiet, auch mal im Solo-Run. Aber genau. Aber das, was ich bisher so mitgekriegt habe und was gefällt mir sehr gut. Ja, also der zweite Teil ist ja jetzt gerade angekündigt worden. Oder angekündigt ist er schon ein bisschen länger, aber es ist gerade ein Trailer veröffentlicht worden. Ja. Vor 2-3 Wochen. Und der lecker. Gefällt mir wirklich gut. Das ist sehr schön. Ist ja im Prinzip genau wie das hier, nur schöner. Der hat ja gar keine Schuhe an. Doch, hat... Ah, nee, stimmt. Ich habe hier... Nee, er hat jetzt so Fußlappen. Lappen. So Binden.
Hepp. Ja, Benrion hat ja auch, als er den Thron, den Eldenthron bestiegen hat, auch keine Schuhe angehabt. Also, das ja, ist schon sehr aber kohärent. Aber dafür im Bademantel. Im Bademantel. Ja, war ein Sonntag halt, ne? Da machst du nix. Ja. Saß auch so ein bisschen bedröppelt da auf seinem Thron. Er saß so ein bisschen bedröppelt da, war so ein bisschen unmotiviert. Ja, kann ich verstehen, so. Sonntags morgens um 7 Uhr aufstehen für die Krönung ist natürlich auch nervig, ne? Ja. Kannst auf jeden Fall im Abspann des Elden Ring Videos sehen, ich habe Lilos Songwunsch eingebaut. Ja. Sogar mit namentlichem Shoutout. Sehr gut, perfekt. Zeig Lisa nochmal eben unseren Benrion natürlich. Er hat jetzt diese Lederkappe auf. Stolz, sehr gut, sehr gut. Und unser Sidekick. Also es gibt einen Vollnard Conan, das geklippt, als er das, als unser Sidekick das erste Mal gesprochen hat und es ihn etwas zerrissen hat. Das war unfassbar. Ja, wir haben halt gesagt, unseren Sidekick machen wir so richtig schön, so Mickey Rourke. Like. Und dann haben wir die schöne Stimme entdeckt. Die passte ja wie Poppes auf Eimer. Ist halt sehr schön, wenn er so sagt: A lantern is a necessity. Soll ich uns noch eben zur Hauptstadt bringen, weil dann ist die Open World richtig offen. Ja. Und dann kann man. Kannst du gerne machen. Das wäre noch für heute ein kleines Ziel. Ja. Sehr gut. Kann ich dir nämlich auch noch beim Kurs die bisschen was von der Hauptstadt zeigen. Mhm. Dann ist nämlich auch schon das freigeschaltet, das Customizen freigeschaltet. Ah. Also wenn wir zum Beispiel so eine schöne neue Frisur oder einen noch größeren Schnurri machen wollen. Perfekt. Genau, also storymäßig ist das jetzt ne, da hinten in, nee, das ist der Tower. Grand Sorin ist irgendwo hier. Also die Hauptstadt. Da regiert der Duke und der ist tatsächlich, wie wir, ein Arisen. Also der Drache hat auch irgendwann mal sein Herz gemopst. Ja. Und der, na, der kümmert sich nicht so ganz um die ganzen Belange hier, in der, hier im Land. Der ja. ist eher so ein, also dem geht's halt gut, der hat ja Kohle und so. Und damit er auch mal so langsam schnallt, ey, hier ist ein bisschen die Kacke am Dampfen im Land, gerade der Drache ist zurückgekehrt und so. Und hier rennen riesige Monster rum, bringen wir ihm jetzt diesen abgetrennten Hydra-Kopf ja. von unserem Kampf. So also die Hydra hat er auch vorhin schon im Story-Kampf. Ja, und jetzt müssen wir kurz hier über den Berg, hier rennen ein paar... Abakatsch! So ein paar Spackos rennen da rum. Das Beste ist sowieso diese Reihe. Die interessiert gar nichts. Die halten auch super viel aus. Und die weiß auch genau, wo sie lang muss, ne? Ja. Die rennen auch so in der Open World rum. Man kann die so anspringen, sich an die dranhängen. Dann sind die nicht begeistert. Ah, Harpies, die sind ein bisschen. Die sind ein bisschen anstrengend. Man muss sie halt auf die Erde bringen. Ah. Ja. Hat ein bisschen was von Diablo. Mit den Succubi. Ja, ja, Harpchen sind ja dann auch so. Ist ja auch so in der Art, ne? Wenn man genau sieht, man sieht da leicht angedeutete nackte Brüste. Pfui. Titi. Das war Harpien ja normal. Ja. Der quatscht die ganze Zeit. Was haben wir da mal angerichtet? Und Mercedes ist ein bisschen festgebackt da vorne, wa? Was, so. Wer? Mercedes hier, sieht. Also, Mercedes. Oh, sie hat's aber eilig. Ja, du kannst auch außen rumlaufen, ja? Sehr gut. Kann. Kann sie auch tragen. Und sie wegwerfen. Nee, das mach ich nicht, dann ist sie sauer. Schön ist, die brauchen halt wirklich nur ein paar Treffer, dann fallen sie runter. Wirf mal Gerudo durch die Gegend. Ja. Wird sehr stark. Was ist denn los mit euch? Das ist ein altes Spiel, man merkt es irgendwie, ne? Oh, danke. Sag mal, ganz ruhig, Jungs.
Ja, FIFA, es ist so schön. Kann die Leute durch die Gegend werfen. Was ist denn hier so explodierende Fässer, wenn die alle... Bam! Bam! Oh, der Berg ist schon wieder tot. Du bist ja ein Lappen eher, ne? Ja, er ist ein Lappen, ja. Das würde ich gerne mal mit frechen Kunden bei uns machen. Wäre vielleicht mal eine Option. Ja, das bei meinem Job, wo ich jetzt letzte Woche meinen letzten Arbeitstag hatte, habe ich das auch häufig über Kunden gedacht. Und unser Kleinkind in der Party ist auch... Also unsere Party ist super. Ja, die aber die Stimme einer erwachsenen Frau hat. Oh, Elongated Claw, die sind auch sehr gut. Also die Harpien droppen sehr viele Materialien so zum Aufwerten. Mhm. Ja, da kann man häufiger mal eben hier hingehen und ein bisschen farmen. Ja. Das ist ganz praktisch. Was machst du denn, Pieper, wenn ich fragen darf? Wenn nicht, ist auch okay. Wölfchen! Hundefreunde eben weggucken, ich muss leider ein paar Wölfe abknallen. Sehr gut. Oder einfach daneben schießen. Oder einfach daneben schießen. Naughty Dogs. Naughty Dogs. Pun intended. Also das Video, was ich davor eingebaut habe aus Oblivion, ne? Ja. Das kann ich auch sehr empfehlen, den Link, den ich in die Beschreibung gepackt habe, der hat eine ganze Playlist mit solchen völlig obskuren Sachen, die in Oblivion passieren. Ja, super. Also das ist so, die ersten, die sind, Clips sind halt alle so, weiß ich, ja, 20 bis 30 Sekunden lang. Ja. Und so die ersten 15, die kannst du durchlaufen lassen, man lacht sich nur kaputt. Ah ja, ja, dann kann ich verstehen. Getränkehandmarkt, ja, das kann ich auch gut nachvollziehen. Ja, ich war in einem Zeitschriftenverlag und war dann irgendwann im Vertriebsmanagement und dann haben sie mich irgendwann in den Service abgeschoben. Und dann habe ich gesagt, fuck you. Das Schöne ist ja, jetzt hat noch einer da aufgehört, der mit mir angefangen hat. Und das war der einzige Datenmanager. Ja, die haben mir irgendwie nicht so richtig einen neuen Vertrag angeboten. Das war ich. Ich war mal so frei. Kleines Willkommensgeschenk. Wir haben richtiges Bier. Wie ohne richtiges Bier. Wie, also du meinst doch nicht dieses komische Weißbier, Lilo, oder? Das ist doch kein richtiges Bier. Ja. Hier, Pro-Tipp. Ja. Hier muss man euch öfter lang. Vorher diesen Felsen anschießen, weil sonst rollt ihr nämlich ein bisschen platt. Nee, sonst rollt ihr dir hinterher, wenn du hier gerade langläufst. Okay. Und dann rollt das dem Ochsen dann in die Haxen. Ja, das wäre nicht so geil. Und hier sind noch ein paar Kumpels, die verarztet werden möchten. Lilo schreibt, möchtest du diese Diskussion wirklich führen? Nein, möchte ich jetzt nicht. Danke. Wenigstens trinkst du kein Kölsch. Diesen Bierersatz kredenzt. Es geht doch um Bier. Ja, Bierersatz kredenzt aus Reagenzgläsern. Auch bayerische Biere, ja. Aber könnt ihr den mal bitte platt machen? Mein Gott, ey. Nee, steht dann da halt. Kauft nur kaum einer. Wo kommst du denn ungefähr her, Pieper? Das ist dann so die Frage. Oh. Oh. Ah, oh. So. Kann man die unendlich oft wiederbeleben? Ja. Okay. Das ist ja nett. NRW schreibt er. Das ist ja mal cool. Ich komme auch aus NRW. Da sind wir auch gerade. Oh Gott, da ey. Da sind wir gerade, genau. Muss erstmal Luft holen hier, ne? Ja. Die wollen immer alle Krombacher. Nein, nicht diese Fuselplörre, ey. Ja. Ne, Krombacher ist so wirklich... Oh, nee. Nur wenn nichts anderes da ist. Einmal ja, das war halt mein allererstes Bier. Ja. Das macht's jetzt auch nicht viel besser. Ja, gut, das ist so eine Allerweltsplörre halt, ja, ne? Eben. Das stört nicht beim Bügeln halt. Ja. Aber da gibt's was Schöneres. Oh, Leute. Ja, sehr gerne, Pieper, für das Geschenk. Abo. Bitte, bitte. Gerne, gern geschehen.
Die Cyberpandis freuen sich. Mein Gott, ey. Ja, noch mehr. Ah, fast in den Abgrund gefallen, aber nur fast. Nein, diesmal kein. Problem dabei ist, das Bier ist teuer und bei vielen angesehen. Warum auch immer. Ich glaube doch glatt, dass die sich denken, guck mal, ich kann viel davon kaufen, ich habe viel Kohle. Von Krombacher? Das ist teuer? Ich weiß nicht, wie teuer das inzwischen ist. Das weiß ich auch nicht. Das war doch immer so eine Mittelpreisblöcke. Iron Blackguards. Gucken, ob wir das tragen können. Ups, falsche Richtung. So. Nee, aber... Bei uns 16,79. Ja gut, das geht ja noch. Das ist ja immer noch mittelpreisig. Ja gut, das ist klar. Das ist ja alles teurer geworden. Also wenn ich mir Bier bestelle hier am Ort, dann kostet so eine Kiste auch mal 22 Euro. Aber das ist es mir halt auch wert, weil das Ding ist halt nicht nach einer Woche leer. Sondern dann gönne ich mir halt schon mal ab und zu mal ein Fläschchen. Aber, naja. Aber das ist halt, muss ja jeder selber wissen, was er mit seinem Geld macht, ne? Exakt. Also insofern, wenn jemand Krombacher davon kaufen will, dann soll er es tun, ne? Sind die jetzt weitergegangen, die Idioten? Oder zurück? Nö, die sind weitergegangen. Aber guck mal, die haben sich ja ganz gut geschlagen. Ja. Mein Gott, normalerweise bleiben die stehen. Da ich fast nie Alkohol trinke, kenne ich mich mit Bier halt nicht aus. Ja, schöne Unterhaltung. Ja, ja, warum nicht? Ja, Alkohol, mein Alkoholkonsum ist auch weniger geworden. Ich trinke ab und zu gerne mal was. Zur Besinnungslosigkeit trinkt man sich sowieso nicht mehr. Dann mit Ende 30. Und du hast ja deine eigenen Erfahrungen. Du trinkst ja fast gar nichts mehr, ne? Nee, ich trinke fast gar nichts mehr. Also ab und zu hat er hier im Stream mal ja mit mir gezischt und so. Lilu inhaliert das Zeug direkt. Ach so. Lilu nur so, wo Bier? Aber nur richtiges Bier, deiner Ansicht nach. Das müssen wir festhalten, ne? Das kleine Nachtreten doch, ne? Deiner Ansicht nach. Ja, besondere Form der Anerkennung und so. Wo rennt noch eine, fliegt noch eine Harp hier rum? Ist das dieser Singsang gewesen? Ja. Oder? Okay. Und es wird Nacht. Ja, deswegen hole ich jetzt die Laterne raus. Ich möchte mal betonen, dass ich nicht viel trinke. Wahrscheinlich musst du auch gar nicht viel trinken. Zumindest ist das bei meiner Schwester und bei meiner Mutter so. Bevor das hier jetzt irgendwer glaubt. Nein, keine Sorge, keine Sorge. Du streamst nüchtern, das machen wir nicht. Niemals. Hier, siehst du die? Die haben vorne Schilder. Ein so. Kasten, Moment. Ein Kasten innerhalb von 2 Tagen ist nicht viel. Kappa. Nein, nein, nein. Das hätte ich jetzt auch nicht vermutet. Schilder? Ja, jetzt ist vorbei. Jetzt ist vorbei, schade. Mist. Ja, was ein Glück, dass mir diese Cutscene gerade diesen Hebel gezeigt hat. Also wäre ich ja nie drauf gekommen, wie ich dieses Tor aufkriege. Das funktioniert ja auch nie durch Hebel, ne? Natürlich. Da geht es automatisch. Oh, was ein Glück. Oh. Ist ja, die haben da auch Schilder. Die kannst du noch von der Seite treffen. Oh. Sehen auch so ein bisschen putzig aus. Sieht sehr niedlich aus. Ja, die haben die Schilder halt als Rüstung an. Das heißt übrigens Schilde. Das ist korrekt. Danke. Wow, ich hab mich gerade selbst mit der Schockwelle umgehauen. Du würdest mich nie korrigieren. Niemals würdest du sowas Verwegenes tun. Nö, das war jetzt auch nicht ironisch gemeint. Nein, das weiß ich doch, Mann. Great steal about it. Aber vielleicht für die Zuschauer noch. Resolve. Oh, da ist die Harpie. Da ist sie. Jetzt hat sie auch Bock. Vielleicht haben wir ja gegen sie eine Recife. Insider, Insider.
kann man im Dunkeln noch mal so abchecken, ob da was wartet. Ah, weil das dann auch... Ja, das wird blau, wenn er leuchtet. Gucken, irgendwo hier steht nämlich, glaube ich, einer. Da, da. Ja, fast tot. Ja, sie haben noch Goblins. Ja, ja. Aber jetzt zum Beispiel diese riesige Räuberhorde, die wir gerade hatten. Das kannst du, du bist halt später, egal mit welcher Klasse, so mächtig, da kannst du einfach reingehen und die einfach alle ummähen. Natürlich gibt es da wieder Gegenden, wo dich alles alles au. Direkt eine Schelle. Direkt eine Maulschelle, um die Ecke, du. So, da ist es. Hi. Au. Und jetzt brennt er. Guten Flug. Und nochmal. Ah, guck mal, der hat so einen Rift-Track mitfallen lassen. Mhm. Zum Rekrutieren. Dass die den so in den Spitzkasten nehmen, sag ich mal, finde ich sehr faszinierend. Ja, dann nehmen die halt mehr Schaden, wenn man die dann haut, ne? Wie er runterrutscht. Ja, beide. Hui. Auf Wiedersehen. So, ab jetzt können auch hier auf dem Feld zum Beispiel immer so große Monster spawnen. Hier rennt manchmal zu Klob rum, das ist sehr groß. Ich lege mich gleich mal kurz pennen, dass man das bei Tageslicht sieht. Ja. Oh, Banditen. Ja, kill them all. Hat zu viel Metallica gehört. Ja. Ach so, Puppets. Hä? Saint Anger. Buh. Oh, nö. Saint Anger, ja. Mich am Wochenende noch mit ein paar Leuten drüber unterhalten, weil Brad war. Ich war ja dann, als das rauskam, ich so, ah cool, wenn wir ein härteres Album von Metallica und dann auch ja. die Titeltrack hatte ich vorher gehört, den fand ich auch wohl gut. Ja. Dachte, ja, ey, du hast so schön melodischer Aufbau, dann wieder ein bisschen härter, ja cool. Kauf mir das Album und dachte, dann hörte ich mir, ach, das war gar nicht die Demo. Das war der Sound, der so geplant war. Ja, das ist das Problem. Ja, dabei hat diese CD, ja, eine, oder das Album hat ja ein richtig, richtig cooles Gimmick. Bei dem Album war eine DVD bei, wie die Band das ganze Album live im Studioraum, im Proberaum nochmal spielt. Ja, okay. Und das klingt alles viel besser. Ja, das ist halt das Problem. Und die Idee finde ich ja ganz witzig. Ja, du, das Album selber ist von den Songs her ja auch nicht wirklich schlecht in dem Sinne, aber du kannst es dir nicht am Stück anhören. Nee. Dung, 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 die Snare, ich bin eine Blechtrommel. Dung, dung, dung. Ja. Oh, oh, Zombies. Oh, du musst Untote noch killen, oder? Ja. Ja, mach mal. Die nehmen jetzt super wenig Schaden, bis man sie anzündet. Ja gut, das dann verrecken sie sofort. Der Berg knuddelt wieder mit einem. Der Berg. Alles eine Freakshow, ne? Ja. Guck mal, jetzt ist schon Level 12. Ja, nicht schlecht. Die, er geht auch wieder ab hier? Ja, er möchte irgendwo hin. Ja, kommt mal mit, Jungs. Einfach mal anzünden. Ja. Gute Freunde zündet man einfach mal. Lassen wir das, bevor ich hier zu Gewalt aufrufe. Die sind jetzt nicht schwach, die Untoten. Maybe you shouldn't talk that much, mate. Das ist total authentisch, wenn so ein Riesenhühne so eine Stimme hat. I've learned of beasts. Oh Mann, ey. Ja, auf jeden Fall, Saint Anger kannst du dir eigentlich nicht anhören, groß. Und das ist schade hoch 10. Aber gut. Könnt ihr da echt nichts für? Nein. Es war Schicksal. Das ist das Benrion-Schicksal. Kein Voice-Shaming hier. Das ist das Benrion-Schicksal. So. Ben lügt. What? Ben würde niemals lügen. Ich glaube, ich muss diesen Gruß wieder raus editieren. Diese infame Unterstellung.
Und du musst nochmal Miyazaki auf den Patch ansprechen. Ja. Auf den Anti-Lilu-Patch für Elden Ring. We've arrived. Well done, men. Toll. Hydra's head is a fine prize. His grace will be frech, die beiden Damen, aber richtig frech. Ja. Merke ich schon. Von der passende Emote. Jeder Gegner in Elden Ring in ihrem Durchgang bekommt Life Regain, wie Malenia. Oh Gott. Rest up, men. This way leads on. Danke, dass du ihn unterbrochen. Das hab ich nicht, das war automatisch. Ach so, das war automatisch. Also jetzt erstmal eine Cutscene okay. Triggert. Ah, jetzt haben wir wieder eine Cutscene. Unseren edel ausgestatteten Recken. To the castle main! Step lively! Aber der finden, glaube ich, ganz hübsch, ne? Weil, wer kann sie verüben? Fortune smiles upon me. Well met, Sir Edison. I am called Miss, if it please you. Ich habe gute und Animationen. Now you come to the capital, a conquering hero. You'll be needing komm, sag mal nix. Eh? Immerhin gibt's hier Bund-Animationen. Die gab's bis zu Bloodborne, Dark Souls 3 weiter. André hat gesprochen. Nicht. Was? André hatte eine, aber auch nur André. André hatte auch geile Dropkicks. Das stimmt. Pia, lass es. Lisa wird diese Mod für uns testen. Ja, wird sie tun. Lisa, lass es sein. Nein. So, jetzt haben wir richtig Schotter bekommen. Neues Level. Und jetzt der Voice Sample, den wir am häufigsten hören werden. Das wirst du, wenn wir... Was wir gleich noch einmal machen könnten. Ah, ja, okay, alles klar. Mhm. Mhm. Was wir gleich nochmal machen könnten, mal bei YouTube gucken, ob dieser Song von der Ursprungsversion, der ist doch bestimmt bei YouTube, oder? Ja, klar. Da kann ich auch einfach ein Video von mir empfehlen. Das hooked. Ja, Ding, glaube ich, also weiß, eine mit David Hein, ne? Ja. Das sieht jetzt auch ein bisschen derpy aus, ne? Sieht aus wie Marilyn Manson, wenn er zu viel gekokst hat oder so. Also wie Marilyn Manson. Ja. Lilu voll verändert. Was bist denn jetzt so? Oh Gott, von recht, alter Falter, ey. Ihr macht auch, ihr zerlegt gerade die zwei zusammen in so einem Chat. Sind unmöglich. Ja, ich merke das schon. Oh meine Güte, ey. Wo soll das alles nur enden? Streamt ihr morgen wieder? Lilu? Genau, streamt ihr morgen wieder? Oder du oder wer auch immer? In der Zeit, wo soll das nur hinführen heute? In den Tod? Ja. So, ich suche schon mal. Wie heißt der Song? Dangan heißt die Band und das Lied heißt Into Free. Am besten müssen wir das mit Intro. Intro Free Dangan Dragon's Dogma steht hier. Ja, ich glaube, das ist so ein Video, was wir dazu geschnitten haben. Into Free Dangan, ach so, ja. Ach geil, Dragon's Dogma, das hat einer den Trailer geschnitten. Das ist ja fantastisch. Okay. Das könnte es natürlich sein. Jetzt selber gucken. Ja, das sieht zumindest so aus. Ja, man hört es jetzt nur. Okay, da haben sie es unter das Dark Arisen Intro geschnitten, aber ja, zumindest die... Das ist es. Ich habe da, ich erkenne schon am ersten Piano-Klang. Alles tatsächlich. Klar. Okay, perfekt, dann... So, können wir das dann gleich auch nochmal reinschmeißen. Genau, das erkläre ich dann gleich nochmal. Hier, guck mal, er sieht da noch viel, viel besser aus. Nee, die beiden machen nicht, jawohl. Pieper, jawohl, weil du streamst oder weil die beiden streamen. Also die Mädels sagen, nee, off day. Okay. Okay. Es wird nicht besser mit ihm. Es wird nicht besser mit ihm.
Mal gucken. Auch so ein nettes Secret hier. Ja, jetzt bin ich ganz nass. Hier oben. Hier oben spawnen. Alles klar, weil du streamst. Wann streamst du denn morgen? Dann auf jeden Fall. Kleiner Tipp, diesen Brunnen kannst du immer mal durchsuchen. Hier, ich habe hier gerade fast 4000 drin gefunden. Ach krass. Da spawnen noch immer wieder Goldmünzen drin. Ach krass, okay. Nicht schlecht. So, dann mache ich jetzt nochmal. Ja. Alles klar, morgen Nachmittag. Hier sind noch keine. Dann rüber da. Zum Pieper. So. Ja, yeah, ja. Genau, hier können wir dann in der Hauptstadt Skills lernen. Mhm. Bei ihm kann. Pondy, take a sip of your wonderful, fantastic, fabulous, tasty drink. Ich glaube, wir können jetzt exen, ne? Ja, ja. Dann Skull! Lilu! Ja krass, danke! Okay, dann let's wrap this up. Ich habe mal eben Biting Wind verstärkt. Ja. Weil der sehr praktisch ist. Oh, ich nehme mal eben schon mal den Redeem raus. Zack. Denn jetzt ist alle. Nee. Rote Beete-Saft. Soll ja was richtig Leckeres sein, Lisa. Kein Sauerkraut? Nee, heute kein Sauerkraut, sondern Blut. Natürlich. Hier, guck mal, wer da ist. Unsere beste Freundin. Ja. Die mit den kleinen Händen. Ja. Aber wie man sieht, die hat jetzt schon... ja, ist geil, genau. Wie man sieht, die hat jetzt schon ganz gutes Equipment, gerade so für Magier. Mhm. Die macht nachher im Storyverlauf aber noch einen eigenen Laden auf. Dann steht sie nicht mehr hier rum. Und dann hat die auch noch so eine Questline. Da kriegt man, kann man ihr Equipment, also ihre... Ihre Waren auch noch verbessern. Sag diese Kappe, ey. Wie er das so rüber hinauslugt. So. Ja, ja. So. Nächstes Mal Ingwer-Shots. Du wirst lachen. Ich hab mal Zitronen-Ingwer-Saft im Blick gehabt. Für die Flasks. Aber das müsste ich halt im Internet bestellen. Da muss ich mal gucken. Boah, Ingwer-Shot hab ich einmal getrunken. Halleluja. So, hier ist noch eine schöne Truhe. Wenn man denn hinspringt. Ja. Man muss es halt genau. Und ich wollte mal was ausprobieren. Oh, Skeleton Key. Es gibt manchmal so Schlösser, die nur mit Skeleton Keys aufgehen. Ah, okay. Ich meine, es gibt in der Stadt keinen Fallschaden. Aber ich speichere mal lieber. Das ist ja jetzt absichtlich. Ja, so. Das weiß ich doch. Nee, geht nicht. Ich würde behaupten, es gibt Fallschaden. Aber das ist einfach echt brutal, finde ich. Aua. Also hier tut das richtig weh. Sag mal. Zimmert, Alte. Sind doch geil, das zimmert, Alte. Du zimmerst. Sag mal, ihr zwei wieder, ne? Oh Mann, Leute. Leute. Ihr macht so. Mich fertig. Dann zeige ich dir noch mal kurz ein bisschen was von dem Feld draußen und dann... Dann ist es Zeit, ja. Langsam Abschied zu genau. Nehmen. Also hier müssen wir nachher hin. Hier ist, geht's in der Story weiter, da geht's auch ein bisschen weiter nach unten. Und da läuft auch der Song, den ich in den ersten Teil des Elden Ring Kampfes so eingebaut habe. Ah! Den Elden Beast Kampfes. Ja, 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 ja. Oh, und den Song gleich noch. Ja, ich wollte ja ursprünglich noch Imbagon drunter schneiden. Da habe ich ja gesagt, dass ich das da... aber das ist einfach so klein, das hättest du kaum gesehen. Ah, okay. Habe ich ursprünglich gemacht und das sah halt nicht aus. Deswegen habe ich es wieder rausgenommen. Ja, gut. Okay. Ich guck mal so, eben. Hallo, junger Mann. Gehen Sie mir aus dem Weg. Es streamen sogar noch ein paar Leute. No trespassing? Wieso komme ich denn hier nicht raus? Nicht halt die andere. Ja, nein. Kannst du mich mal. Ist wahrscheinlich Storyline gebunden. Aber wenn Ben jetzt noch in Münster ist, dann werdet ihr euch doch nochmal treffen zum Zocken, oder eher nicht? Ben ist jetzt bis zum Ende des Monats, sprich bis Freitag in Münster.
Dann ist er ein bisschen weiter weg, aber noch nicht so weit weg, als wenn er schon komplett umgezogen wäre, weil er Zwischenstation bei seinen Eltern macht. Genau, also ich bin bis September bin ich noch hier in der Nähe. Also ich komme. Ja. Ja. Also ich bin dann in meinem Heimatort für eine Zeit. In Bad Bentheim. Ja, Ben aus Bentheim. Ich kenne jeden Gag darüber. Und dann, da fährst du auch, da bin ich im Auto in der Stunde hier höchstens. Also das ist auch nicht so das Problem. Also das lässt sich einrichten. Ich bin da sehr offen für. Also auf jeden Fall wird da nochmal der ein oder andere Stream sein. Ich brauchte ja vorher auch eine Stunde hier hin. Einfach weil ich am Bahnhof immer umsteigen musste. Von daher. Ja, ja, stimmt. So, hier sind wir reingekommen. Ich wollte eigentlich, dass wir da hinten durch. Da hinten ist die offene. Ist auch ein Tor. Genau. So, das hier ist. Jetzt öffnet es sich. Das da hinten ist ein sehr, sehr großer Wald. Der wirkt jetzt sehr klein, aber es geht ganz bis da hinten zu den Bergen. Mhm. Da hinten führt es auch nochmal rum. Ist da hinten führt so eine Brücke rüber und dann ist da hinten noch eine Landmasse und wie soll ich denn jetzt das Ding auf? Weil du ausgelatscht bist. Das ist mir vorher noch nie aufgefallen, aber gut. Er hat seinen Schnurri versteckt, aber sein Schnurri schimmert so leicht durch. Ja. Sehr gut. Bin stolz auf dich, Bedreon. ich finde auch, dass die Umwelt gerade die richtige Größe hat. Ja. Weil das also ich beschwere mich natürlich jetzt nicht, aber die haben jetzt gesagt, der Nachfolger soll viermal so groß sein. Mhm. Wenn sie es gut füllen können, ja. Aber man hat natürlich auch manchmal so ein bisschen, dass man so die Bedenken hat, ja. Quantität, Qualität, hält sich das an die Waage? Ja. Yep. Aber, ja, wir werden es dann sehen. So, also Dark... Was dazu genau, schon mal? Dark Arisen. Habe ich ja gerade gesagt, das ist diese... Lass mal kurz an. Achso. Genau. Das ist ja diese Edition, die so 2-3 Jahre nach der Originalversion rausgekommen ist. Die hat so ein paar Sachen verbessert. Auch ein paar Sachen vereinfacht. Weil das Originalspiel war wirklich, ne, also Quick Travel war fast unmöglich. Mhm. Es war super schwer. Ich fand's sehr gut, aber Dark Arisen ist im größten Teil eigentlich schon die wesentlich bessere Version. Da ist auch eine DLC mit dabei, den man auch nur so kriegen konnte. Der ist auch sehr cool. Hat aber einen Nachteil. Es hat dieses Intro-Lied. Es ist so generisch. Ja, es dudelt so ein bisschen. Es hatte im Original hatte es ein komplett anderes Intro. Und was halt wirklich auch eigentlich ganz fantasymäßig anfängt. Und das spielen wir jetzt mal ab. Das spielen wir jetzt gleich eben ab. Warte mal kurz. Wir hoffen, dass wir das richtige Video rausgefunden haben. Ich hoffe es auch. Wir werden es sehen. So, Moment. So, das müssen wir. Einmal wieder, damit wir die Full Control haben. Das einmal. So, der ist hier ausgerüstet. Ja. Der Pandi. Natürlich. Wobei, da darf auch mal ein neuer hin, weil, wie gesagt, die Anzeige ist nicht mehr so geil. Aber für jetzt reicht's auf jeden Fall noch. So, und jetzt noch einmal die Bildschirm. Gucken wir mal. Das müsste das Richtige sein. Klingt bisher ja auch wie ein Fantasy-Rollenspiel, ne? Genau. Das Original-Intro war auch ein bisschen anders. Das ist der Bildschirm von Dark Arisen. Ich wusste damals nicht, was für ein Song das ist. Ich hab das so laufen lassen, irgendwie rot gespielt und so. Ja. Oh, ich hör's schon. Alleine durch David und... Punkt. Und dann kommt das. Ja, das ist das Intro. Wartet auf den Chorus. Ha 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 ha!
Der Refrain hat Ohrwurm. Potenzial. Ne, es ist ein Ohrwurm. Es ist so random, aber es ist auch so geil. Warum haben sie das denn rausgenommen? Das hätten sie drin lassen müssen. Ja. Capcom, ich verlange hier an dieser Stelle das in Teil 2. Bitte. Ach, es ist so schön. Es ist so schön, ja. Also die originale Version habe ich halt auch noch für die PlayStation 3. Nur die jetzt anzuschließen wäre ein bisschen kompliziert gewesen. Schönes Ende jetzt. Ja, es ist ein sehr schönes Ende. Ah. Surfgitarre. Oh, Benne! Du kommst gerade zum Abschluss. Hallihallo! Auf eine Runde spontan heim. Gucke ich gleich mal. Ich bin mir gerade noch nicht sicher. Ich melde mich gleich auf jeden Fall. Du musst ja erst nach Hause fahren. Ja. Okay. Ich guck gleich mal. Aber ich glaube eher nicht, weil ich überlege überhaupt noch zu zocken. So. Es ist doch viel schöner. Es ist viel schöner. Als diese generische. So. Kacke. Nein, das andere ist ja in Ordnung, aber es ist halt nicht so cool. Naja, Wollen halt lieber, wir das Dragon's Dogma Fans wollen lieber das andere. Das Schöne, das Tolle, den tollen Song. Ja. The wind is pushing me. Guckt gerne mal auf meinen YouTube-Kanal. Ich bin darauf, ich habe da drei Videos über, falls ihr das Magazin kennt aus Berlin, Hooked. Video, Videospiel-Community nicht, aber so Team, die sind aus Giga hervorgegangen und die feiern dieses Lied auch sehr und ich habe das auch neulich in so ein Best-of-Video von denen reingeschnitten, was die auch bei sich im Stream geguckt haben, was ich sehr cool fand. Mhm. Also die letzten drei Videos, die ich über die gemacht habe, haben die sich bei sich im Stream angeguckt. Mhm. Und der Mats hat sich teilweise auch sehr amüsiert, weil ich natürlich auch immer wieder so random Kram eingebaut habe. Ja, ja, das waren auch gute Videos. Also ja. Das ist wirklich schön gewesen. Ja, das war ein sehr schöner Abschluss, würde ich sagen, oder? Ja, auf jeden Fall. Das können wir nicht mehr toppen. Das können wir nicht mehr toppen. Oh Mann, ey. Gerudo. Und Benrion, the return of Benrion. Ja, Benrion will return. And he returned. Ja. And he will return. Ja, danke euch. Vielen lieben Dank fürs Einschalten. Nächster Schritt, BCU, Benrion Cinematic Universe. Das ist es auf jeden Fall. Ich guck mal gerade, gibt's noch jemanden, den es sich lohnt zu raiden? Ich gucke mal gerade. Wer ist denn jetzt überhaupt noch hier? Oh, da sind einige online. Guck mal. Lilly ist online.
macht aber ein Just Chatting. Da weiß ich jetzt nicht, ob das so... gut, nach dir, lieben. Danke fürs Einschalten, Lilu. Bist du nächstes Mal wieder bei dir im Stream? Ich weiß. Oder vielleicht sogar mal bei mir. Vielleicht mache ich auch mal wieder was. Ja, ja, genau, auf jeden Fall. Ich hab oder so bei Bock, mir den Randomizer zu streamen. Leg los. Ich weiß, wen wir jetzt raiden. Wir raiden den Insomniac. Der hat es auf jeden Fall verdient. Der spielt ein paar Runden Hand Showdown. Und ja, wir sehen uns auf jeden Fall nochmal wieder. Ja, ja. Also und ja, da wünschen euch eine gute Nacht, würde ich sagen. Ne? Danke euch. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und später eine gute Nacht. Danke nochmal für den Sub. Gerne, gerne, gern geschehen. Und wir sehen uns bei dir, bei mir, bei Ben, bei Lilu, bei Lisa. Irgendwo. Wherever, wir sehen uns. Danke für den Follow und fürs Reinschalten. In diesem verrückten Internet ist ja alles möglich. In diesem Neuland. Oh, ich habe auch einen neuen Abonnenten. Ich vermute, das war der Pieper. Pieper. Dankeschön. Mach's gut. Macht's gut, ihr Lieben. Gute Nacht. Vielen lieben Dank. Ich setze den Dankesbildschirm rein und dann raiden wir noch... Entschuldig. Dann raiden wir noch den Somni. Dir sei vergeben. Der ist wirklich ein super cooler Typ und hat es echt verdient. Wie gesagt, der spielt gerne Hand Showdown, macht das aber sehr unterhaltsam. Insofern, wir sehen uns ja vielleicht morgen oder übermorgen oder wann auch immer, wann ich wieder Bock und Zeit habe. Dich sehen wir auch wieder. Ja. Und denkt dran, the wind is pushing me. Time is running free.